Wunderschönen guten Abend. Welcome, Stranger, zu Resident Evil Village am Montag bei GameTube Live. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und ich hoffe, ihr könnt uns auch sehen. Der Fritz ist auch mit dabei. Grüß dich, Fritz. Hallihallo. Ich bin gerade noch irritiert, weil ich irgendwo ins Doppelt höre. Achso, ich hatte noch einen weiteren. Mach mich doch nicht wahnsinnig hier. Da war das auch noch drin. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir schaffen es endlich mal, Resident Evil 7 zu spielen, nachdem es die ganze Welt schon durchgespielt hat. Aber nur bei 8. uns kriegt ihr es. 7 haben wir schon. Ihr nicht dabei. Was? 7 haben wir schon, das ist schon 8. Ach, 7 haben wir schon, stimmt, das ist schon 8, mein Gott. Ja. Aber bei uns kriegt er nur die Anti-Kotz-Variante, denn wir haben natürlich für euch exklusiv das Field of View erhöht, damit ihr nicht die Scheuklappen-Version, also hier nicht die Pferde-Version von Resident Evil 8, sondern die Menschen-Version. Richtig. Sehen könnt. Von daher 2 Daumen hoch auf dem PC, wunderschön mit Raytracing. Und nur kurz als Info noch, wir hatten ja letzten Montag gesagt, wir machen am Mittwoch dann It Takes Two. Das ging leider nicht, für alle, die es vielleicht bei uns im Discord nicht gesehen haben, weil Ann-Kathrin an dem Abend leider doch nicht konnte, weil sie arbeiten musste. Und Arbeit geht immer vor. Ja, sagt mal bitte, ob ihr das alles gut hören könnt. Also ob ihr vielleicht auch schon so leise im Hintergrund so dieses Resident Evil Schneegestöber hören könnt. Dass das gleich hier passieren sollte. Ich switch mal gerade eben schon mal auf Spiel. Jetzt müsste man schon so ein leises... Eben konnte ich dich noch Klavier spielen hören. Ja, da habe ich in meinem Klavierzimmer live rübergeschaltet. Ja, das ist auch sehr leise gerade eben. Also man sollte nur so ein ganz leises... So ein kleines Brummen im Hintergrund, könnte genau. man fast. Ich drück mal kurz hier. Behaupten. Das sollte man das gehört haben, dieses Klack-Klack. Genau, ja. Also ich höre es ja eh nochmal über was anderes. Ich wollte gerade sagen, genau, ja, konnte man hören, aber ich höre das ja nochmal über einen anderen Kanal. Sicher, dass man das Spiel nicht hört. Das hört ihr jetzt auch nicht, oder was? Ja, siehst du, Schreibmaschine ist alles da. Ja, siehst du, alles da. Wunderbar. Was ich gerade mal gucken will, ich hatte natürlich das vorhin schon mal gestartet, das Spiel, um die ganzen Einstellungen und so zu machen. Es gibt am Anfang eigentlich so ein Video, was nochmal erklärt, was in den letzten Spielen passiert ist. Und ich hoffe, wenn ich das jetzt hier quasi, wenn ich ein neues Spiel schaue, dass es dann nochmal kommt. Das ist super. Ich habe voll vergessen, was bei Resi 5 passiert ist. Also das erklärt alles jetzt. Sie fassen dir auch nochmal zusammen, was bei Resident Evil 3 Stunden. Was bei Resident Evil Gaiden auf dem Gameboy passiert ist. Das kriegst du auch nochmal beigebracht. Code Veronica will ich nochmal hören. Okay, hervorragend. Oh, hier ist übrigens, wir werden ganz viele Abos verschenken. Vielen Dank an alle, die so fleißig Parabella Twitch und warte mal, das ist mir wieder falscher Monitor. Wer war das noch? Hier, Klein XD Girl. Verschenken hier fleißig Abos, Mensch. Das ist ja gleich was. Kommt man hier an? Montagabend ist gleich was los. Weiß Bescheid. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier nochmal. Der Hype Train fährt auch schon wieder. Sehr gut. Und irgendwas hatte ich gerade auch noch gesagt. Es rollt hier gerade so viel durch. Irgendjemand schrieb auch gerade, ja, sehr gut mit Facecam. Natürlich, weil es so viel geil ist. Natürlich mit Facecam. Das ist ein Horrorspiel. Vor irgendwas müsst ihr euch ja erschrecken. Hence, Facecam. Richtig. Auch für euch ein Grauen wird. Also der Plan ist jetzt mal so bis circa 23 Uhr heute zu spielen. Wenn wir mehr Spaß haben, vielleicht länger. Wenn wir bis dahin schon nervlich völlig am Ende sind, dann vielleicht weniger. Genau, wir spielen mit der englischen Synchronisierung und ich habe deutsche Untertitel eingestellt und es beginnt am Anfang, glaube ich, mit so, ich hoffe, das Video kommt jetzt. Ich mache es mal auf neues Spiel und Standard und ab dafür. Ich hoffe, das Video kommt noch. Nein, es kommt nicht. Warum nicht? Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy.
Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Isn't this a mischief? Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Ja, da schläft das Kind bestimmt. Ich hätte gern das Spiel. Können wir das Spiel spielen? Gave, ja. But more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Was liest denn die dem Baby vor? Kein Wunder, dass das da nicht schläft. Hör, das schläft. What's wrong with this kid? Ja, she's only 6 months old. Women at the store said it was traditional. Nein, genau. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. Wir haben gerade im Chat schon von MTG Chris, der hat geschrieben, okay, dass es dieses Video unter... Your mother doesn't want to remember. I can't blame her. Unter Boni gibt es wohl dieses Rückschauvideo. Und auch wenn Mia sich nicht erinnern will, ich will mir das jetzt doch, ich will das mal ganz kurz nochmal ins Hauptmenü zurückgehen, weil das wird ja eh gespeichert. Dann können wir da gleich reinspringen, damit alle, die es vergessen haben, wissen, ja. Guck mal, hier ist das Filme. Aber Mia hat in der Beziehung auch die Hosen an, oder? Sieht so aus. Also. So, jetzt hier nochmal, was bisher geschah, könnt ihr euch bei unserem Kanal aber auch komplett angucken. Okay. Where to start? Oh. Irgendwelche neuen Emotes werden an unsere Unterstützer ausgehört. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. The people who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Haben wir uns nicht für die andere entschieden? Ich glaube erst, ja. Und dann haben wir sogar nochmal... Then Chris Redfield and his soldier buddy showed up and saved the both of us. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore.
Ja, deswegen müsst ihr euch das bei uns auf dem Kanal. It's all over now. So. Intro sagt er doch dann, dass er sich erinnern muss. Der weiß auch nicht, wie das will. Sag mal, hat Mia jetzt eine andere Haarfarbe? Ich weiß nicht, ob das an der Art des Renderings liegt oder ob wirklich eine andere Haarfarbe ist. Aber was man mal sagen muss, ist, dass es bisher das knubbeligste, putzigste Baby, was ich je im Spiel gesehen habe. Sonst sind doch Babys in so Spielen immer irgendwie so super creepy und irgendwie wirken die gar nicht putzig, aber das wirkt wirklich. Wieso süß. Die bei du mit den kleinen Spinnenfüßchen? Die sind doch super. Die gehen auch von alleine ins Bett. Ja. Machst du noch so Putzwedel ran und dann putzen die auch gleichzeitig den Boden dabei noch. Ist doch perfekt. Bio-Rumba. Oh, was gibt's hier? Pumpgun. Nee, was? Da kannst du das Baby reinlegen. Hey, haben die eins mit... Wo hast du das Baby hingelegt? Ach scheiße, das habe ich vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht war meine Kindheit irgendwie scheiße, aber ich dachte, das ist das Bett. Ich kenne das so von zu Hause. Und wenn ich brav war, dann durfte die Schublade sogar über Nacht offen bleiben. Aber nur ein Spalt, dass ein bisschen Licht reinkommt. You hungry? Alter, was ist denn das wieder für eine super detaillierte Maybe Küche? Later then. Schon krass. Was hat denn das Kind für ein geiles Besteckzeug? Warte mal, bleib mal, stell mal um. Boah, halt. Was ist denn das für ein... Ah nee, ist das vom Kind? Doch, das ist doch nochmal extra irgendwie so. Ja, das ist das Fläschchen. Also das ist halt von der Spülmaschine das Ding, aber da sind quasi die Besteckteile so von dem Kind mit drin und Ditzel und Schnulli und so. Ja. Das dürfen wir Daniel nicht zeigen hier, den Horror. Das ist too close to home. Da sollte Raytracing eigentlich eingestellt sein. Weil da ist ja schon die Dings an, wie heißt's? Ein. Oder das die... Ah ja, okay. Ach, gibt's kein DLLS? Okay. Ich habe keins gesehen. Na gut. Aber ich glaube, die anisotrope Filterung ist noch zu wenig, oder? Die ist doch auf 2. Die müsste doch auf 16 sein. Warte mal. Wir wollen ja hier, wir wollen nicht den falschen Horror, ne? Das braucht mehr Power. Aniso mal 2, das müsste doch auf 16. Geh mal weiter runter. Texturfilterungsqualität? Machen wir auf 16. Ja, so sauber. Okay. So wird ein Schuh draus. Ein Schuh da draus. Gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben hier. Dass wir das in hässlich erleben müssen. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. Aber mal ehrlich, also wie gut ist denn auch dieser Pulli und wie fein das alles geworden ist? Aber hallo, ne? Hey, ja, Wahnsinn. What are you doing, mister? So, ich... Aber sie hat tatsächlich die Hosen an, ne? Also sie macht die Ansagen. Ja, hat sie. Aber die Haare sind jetzt doch dunkler. Also es sah jetzt, es täuschte. Aber schau dir mal kurz die Kanne da an, die da auf dem Tisch steht. Hurry up and put Rose to sleep, will you? Coolio. Wir haben letztens noch gesagt, dass Essen in Videospielen, gerade in japanischen Videospielen, da komme ich in der Kanne. Genau, danke. Wie lange hat's gedauert? Wir sind 13 Minuten drin im Stream. Also jetzt mal ehrlich, aber das ist doch jetzt das Bett. Oder war meine Kindheit echt scheiße? Naja, immerhin hier direkt an der Bar. Also Kindheit an der Bar, würde ich mal sagen. Direkt an der Quelle. Schließen Sie es mir gleich an die Venen an. Aber sag mal, das gute Dr. Hip, nee, wie heißt der? Dr. Hip-Hop? Wie heißt es denn? Ich glaube, steht er mit seinem Namen. Dr. Hip-Hop. Wie heißt er denn? Dr. Hip, nee, wie heißt denn dieses, dafür stehe ich mit meinem Namen? Hip? Hip, oder? Hip. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Der Hip, Hätte ich mal als Kind Hip-Hop gekriegt, dann wäre ich vielleicht irgendwie cooler. Aber nein. Das ist cool, ja. Was ist hier? Also sie hat doch dunkle Haare, ich habe mich getäuscht. February 2nd, 2021. Halber Geburtstag. Her birthday will be before we know. Halber Geburtstag. They grow up fast. Let's just enjoy it while we can. Was sind denn das für XXL Sektflaschen da? Schau es mal an, das sind keine normalen Größen. Die haben halt viel zu feiern. Hey, wenn du da irgendwie aus dem Todeshaus in Louisiana ausgebrochen bist, dann würde ich auch jeden Tag anstoßen. Sie will sich ja auch nicht erinnern, ne? So, Reiseserialien und Bananenmus, Süßkartoffelbrei, Rahmspinat. Ich glaube, Reiszerealien sind das. Nee, Reiserealien. Das sind so klein. Ich habe aber auch Reiserealien gelesen, erst im Moment. Gibt es hier auch kleiner für unterwegs? Die Reiskörner? Ja, die Reiskörner. Ethan W., du tust dir Zucker oder Honig ins Essen und keine Pilze. Okay.
Muss man Kinder nicht zwingen, dass die Pilze essen? Okay, hier geht's ganz raus. Die Kleinen kriegen das ja noch nicht mit. Das ist ja noch so klein, das kriegt es ja gar nicht mit, was gezogen wird. Aber das ist schon ein ganz schön nett eingerichtetes Haus. Und auch aber hallo, geräumig. Ja, mega. Mega, mega. Was arbeitet Ethan eigentlich? Also sie baut ja Biowaffen, aber was macht er? Er macht sie wieder kaputt. Das ist so, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Okay. Quality Assurance. Oh, Fernsehschauen. Can we listen to Peppa Pig? Can you whistle? Wie geil, dass die Umgebung erleuchtet. Das sah gerade total cool aus, wie das aufgehellt ist. Mhm. Jetzt muss ich mal kurz schon ausprobieren. Wenn man das Kind nämlich so nah hinhält, müsste es jetzt innerhalb von 5 Minuten viereckige Augen kriegen. Viereckige Augen, genau, ja. Stimmt. Aber 16:9, nicht mehr wie früher. 4:3. Da erkennt man dann auch die Jahrgänge dran. Also zum Beispiel die Millennials, die haben alle noch 4:3. Aber die danach, wie heißt die Generation danach? Generation Golf. Nerven ins Legen. Achso, nee, ich meine die da, also die jetzt jünger sind. Ihr merkt übrigens auch gerade noch, jetzt haben wir gerade noch quasi Oberwasser, weil noch jagen uns keine fiesen Monster. Jetzt können wir noch unsere blöden Späßchen machen, wo wir uns dann in die Hose scheißen gleich. Sie jetzt das Bett. Nein, angeblich soll das ja nicht mehr so gruselig sein, weil sie ja bei Resi 7 soll das ja so gruselig gewesen sein. Und da haben sie die Spieler befragt und da haben die ganz viele gesagt, das ist aber so gruselig. Macht mal das nächste nicht so gruselig von euren Horrorspielen. Okay. Aha. Danke. Danke dafür. Das kommt davon, dass viele Leute fragen. Oh, jetzt. You're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Ethan hat doch bloß selber Angst. Wäre das noch früher mit Kinect rausgekommen, hätte man wahrscheinlich auch tatsächlich nichts sagen dürfen, weil das hätte das dann erkannt. Your mom and I love this song so much. Haben die denn für einen geilen Brim, Stuff? Bram, Alter. Die Hexe ist tot. Nee, was ist es? Spiel's noch einmal, Sam. Ding, Dong, die Hexe ist tot. Ich hab's kein Brot. Den Song haben die geliebt. Ja, also die Melodie. Hat jemand von euch das erkannt? Die drei Akkorde? Nee, nicht Akkorde. Die drei, ich weiß nicht, Musik. Die drei Dinge, aus denen Musik besteht? Genau. Daniel ist nicht da, ich kann dir das nicht beantworten. Daniel ist nicht da, wir können alles über Musik sagen. Alles, was falsch ist. Oh, guck mal hier, der Bobble-Heini, die muss man noch kaputt machen. Why don't I even keep this around? I should get rid of it someday. Das ist ja geil. Aber wieso ist denn da noch einer heil von? Die haben wir doch alle kaputt gemacht. Hau eigentlich mal das Baby dagegen, dass das gleich kaputt geht. Geht nicht. Kein Kinect. Was ist das jetzt im Zimmer? Also weil gerade im Chat hier geschrieben wird, ich dachte mir schon, ich lasse mir da jetzt mal Zeit hier machen mit angucken. Ja natürlich, wieso werden wir schon wieder gehetzt oder was? Weil noch ist niemand gestorben. Leute, ihr habt das doch seit, jetzt mal ganz ehrlich, ihr konntet das seit Wochen bei allen tollen YouTubern und Twitchern und Influencern und den ganzen Leuten gucken. Also wer jetzt nicht mehr die Ruhe hat, also das ist doch jetzt hier kein müssen wir zum ersten Mal sehen Ding. Ist denn Trevor, hier Lisa Trevor und so, sind das nicht auch eine von den Familien, die so mit Umbrella... Gut, es ist nicht unbedingt die einzige Person auf der Welt, die Trevor heißt, aber das ist doch bestimmt ein Gag. Sag mal, fuhr gerade bei dir draußen? Nee, das war im Feuerwehr, Spiel. Polizei? Im Spiel, ja? Mhm. Echt? Ja. Krass. Also hoffe ich. Sonst. Habt ihr das auch gehört, oder? Also ich habe das eben gerade auch gehört, ja. Gut. Ach, Daniel ist im Chat. Ach, Daniel ist im Chat? Wo denn? Warte mal. Können wir Donnerkeller-Musik sagen. Ja, okay, dann sind die Beatles ganz toll. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalvi geklärt. Das war hier, ne? In Louisiana. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalvi, Louisiana im Jahr 2017 wurde am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B. Baker, 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Genauso war's. Mit Ethan und Mia W. sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Everyone's forgotten about this. Oh, hier übrigens, Trevor hat das Haus aus Resi 1 gebaut und noch einige andere Gebäude und Einrichtungen in der Reihe. Siehst du? Also ja, die tauchen da irgendwo auf.
Sharky Girl sagt, dass die Fenster alle unterschiedlich groß sind, macht sie irre. Welche Fenster? Weiß ich nicht. Wo sind die wirklich? Ja, das ist halt eine andere Art Fenster als das. Ja, ist ein... Mal draußen nochmal schauen. Mich macht eher irre, dass der Teppich nicht gerade gezogen ist. Was ist denn da? Keiner der Teppiche in diesem Haus ist gerade gezogen. Was ist denn da los? Rutschen die dann immer so? Ja, echt? Hier, schau mal, hier ist der nächste. Was ist der? Also. Oh. So äußert sich der posttraumatische Stress von denen, indem sie quasi ihr kaputtes Leben mit schiefen Teppichen versuchen auszugleichen. Schatz, keine geraden Linien. Das sieht aber auch so ein bisschen aus, als wären das die Fotos, die mit dem Rahmen mitgeliefert wurden, oder? Wo war denn das irgendwie? Ach, doch, in diesem neuen Animationsfilm bei Netflix, wo die Tochter dann so irgendwie sagt von wegen, ja, hier sind auf dem Foto sind wir mal eine glückliche Familie. Und dann sagt halt die andere, das ist das Bild, was mit dem Rahmen kam. Und das ist irgendwie so eine Familie. In dem Mitchells vs. The Machines. Ist ja, Name, genau. So geil. Was hat sie denn hier alles für der war erstaunlich Sachen. Cool. Das war auch geil, ne? Daniel, der jetzt eigentlich Feierabend hat und was anderes machen könnte, guckt sich jetzt an, wie wir halt so Kinderscheiß machen und ihm Kinder. Naja, der denkt die ganze Zeit, jetzt seht ihr mal den. Für Daniel ist der Teil nachher, wenn wir kämpfen gegen Monster und so, total so, ja, kein Problem. Für ihn ist das hier der Horror. Weil er weiß, wie echt das ist. Okay, jetzt tun wir die mal ins Bett. Oh ja. Aber hallo. Sweetheart. Ja, aber das ist doch falsch, man muss ja nicht unter dem I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Jetzt ist natürlich die Frage, liebe Eltern, wie realistisch ist es, dass das Kind instant einschläft? Ich glaube nicht besonders realistisch. Vielleicht in dem Alter dann, wenn es vorher noch beschäftigt war. Es muss ja jetzt die ganze Geschichte erstmal verarbeiten. Und das Trauma muss ja aufgebaut werden. Das kommt ja nicht von irgendwo. Kann ich denn hier zoomen? Da muss selbst Ethan lachen. Achso. Kann das leider nicht lesen, glaube ich, was da steht. Aber wir sehen Mia. Hörst du das? Das hat sogar so, gibt sogar dieses Geräusch, weil diese Bilder so ein bisschen aneinander kleben. Das ist beppig. Das ist ja geil. I wish I could stay like this forever. Das ist schon das letzte. Dieser Anzug ist ja der Hammer. Cool. Stimmt, voll geil. Herr Dünsch gerade so richtig Biohazard wird es erst, wenn die Windel voll ist. Rose Lieblingsspielzeug. Ja, hier ist der kleine Aff. Überleben an der Waffe. Was? Überleben? Überleben an der Waffe, Handhabung schwerer Geschütze in Kampfsituationen. Joseph Kendall ist doch hier der Waffenbesitzer aus Raccoon City. Das ist doch auch wieder ein Scherz, eine Anspielung für die Fans da draußen. Aber das mit den Autos draußen vorbeifahren ist echt geil. Also eben gerade fuhr wieder ein Auto vorbei, ne? Ja. Das ist cool gemacht. Nee, der hieß ja nicht Robert Kendo, der Waffenbesitzer, Waffenladenbesitzer. Ich kann mir doch so einen Namen nicht mehr merken, André. Michael. Ja, ja. Du sollst meinen geheimen Namen nicht sagen. So, Rosemary Winters, Geburtsdatum 2.8.2020. Größe 62,3 cm, Gewicht 6,57 kg. Untersuchungen, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen, Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Apfelfeld Memorial, Applefeld Memorial Krankenhaus. Okay, aber dann... Rose ist fein. Aber dann hatten sie schon vermutet, dass wenn sie das Kind von mir ist, dass die diesen Sporenpilzkram vielleicht dann irgendwie auch so in sich trägt. Übrigens nochmal so als Hinweis. Ja. Ja, nee, Entschuldigung, ich wollte dich noch nicht unterbrechen. Noch nicht. Ich meinte nur, dass, also das hatte ich nämlich nicht mehr im Gedächtnis, aber es wird ja am Ende, hat mir eben auch gesehen, wird ja Mia geheilt von dem Zeug, mit diesem Gegenmittel. Und Zoe haben wir ja dann nach dem kanonischen Ende wohl nicht geheilt. Das ist ja die Frage, ob sie dann immer noch irgendwie was davon in sich hat oder so Restbestände oder ob nicht, weil sonst würden sie ja nicht auch das Kind drauf untersuchen. Ja, ja. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten am 6.2.21. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Das war eben auch ganz schön patzig gewesen. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist.
Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen, so tun, als wäre es nie passiert? Sollen wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich mir sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Okay. Übrigens, voll der geile, warte mal kurz, bleib mal, komm mal kurz zurück. Voll der geile so Mitnehmen-Laptop, ne? Mit so einer halben so Gummitasche drumrum. Und wie gut das auch gemacht so ist. Stoßfest. Mit wie versifft. In Handabdrücken und ja. So, ne? Ja, total. Das ist eh so geil. Das mit der Mail, dass die offen ist. Also, ich weiß nicht, wenn er schon so da so Tagebuch über seine Frau oder so führt, würde ich da nicht offen so liegen lassen. Auch der eine Brief, der in der Schublade liegt. Ja. Pro Schublade nur ein Brief, nur ein Blatt. Mehr trägt das nicht. Der hat halt Platz hier. Das stimmt, aber es ist ein Riesenvilla, oder? Was machen die für Geld? Also, die machen für Geld wahrscheinlich alles, die Schweine. Oh, schau mal. Im Vorfall musste sich an eine strikte Diät halten. Okay. Ich sag mal so, wenn du wirklich pro Tag nur so 3-4 Pillen isst, dann nimmst du natürlich schon ab. Also da kannst du deine Figur halten. Das sollten wir mal probieren. Das sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren, ja. Schau dir doch mal die Teppiche an, außer den großen einen. All, da vor der Tür. Schlamperei. Schlampig. Also, Okay. Macht es eigentlich unterschiedliche Geräusche, ob du auf dem Teppich läufst oder ob du auf dem Dings läufst, auf dem Holzboden? Ich habe übrigens letztens gelernt, Holzboden ist schlecht für Babys. Hey, keep it down. Just making sure it's locked. Ist aber nett, dass sie da so einen kleinen Dialog gebaut haben. Vor allen Dingen, sie schreit doch so laut. Also, jetzt halt mal die Schnauze hier, das Kind darf ich auch machen. Übrigens, gerade völlig richtig im Chat geschrieben, da dürfte doch eigentlich in diesem Kinderbett gar keine Bettdecke und kein Kissen drin liegen, weil die Kinder doch daran ersticken automatisch. Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, Alter, too. Hat die den gerade voll verbrannt an der Hand? But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really die hat ihn gerade mit der Kelle worrying. Gehauen. Yeah. Und die war ja die ganze Zeit in der kochenden Suppe gewesen. The pregnancy. Geht jetzt schon wieder los, dass wir wahrscheinlich Verletzungen haben. Military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything is gonna Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... What? Mia, get down! Die ist schon voll die Schusswunde. Oh, Mia! Fuck! Mia, oh God! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Im Trailer hatte man ja schon so Ausschnitte gesehen, aber wie krass sind die jetzt dahin? Ich wollte gerade sagen, also, Alter, ist ja mehr Blei als Körper drin. Nein! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Get him out. Fairerweise muss man sagen, immerhin haben sie genug Teppich, um die Leichen einzurollen. Vielleicht ist er deswegen auch so verduddelt, weil dir immer Leute rausgeschliffen werden und haben sich irgendwann gedacht. Jeden Abend läuft das so. Krass, ey. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week.
Hey now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Jesus. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Fuck. What the hell happened here? Okay, also da stand gerade irgendwie Top Secret drauf. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Hilft der Typ die Wache bei der Arbeit? Das notiere ich mir sofort. Das kommt sofort in den Bericht. Missionsziele, Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters, Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen, mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Okay, aber dann wäre die ja hier mit im Auto gewesen, oder? Mhm. Da so rein? Nö. Die Beleuchtung und so, das sieht schon echt geil aus. Ja. Was ist das? Also das hier liegt auf der Seite. Transporter, ne? Okay, ja. Was ist da passiert? Was ist denn das? Ist der Blinker noch an? Klingt ja, so. Das blinkt. Mach den mal aus, da geht die Batterie von kaputt. Nicht, dass er nicht mehr anspringt, wenn ihr nachher losfahrt. Ja, ja. Okay. Vielleicht mal so ein Spuren. Haben wir eigentlich einen Körper? Schau mal jetzt runter. Nee. Aber einen Schatten werfen wir trotzdem schon, ne? Also. Das ist, glaube ich, der Kameramann. Stimmt schon, das Auto hat vorschriftsmäßig die Warnblinkeranlagen an. Ja. Boah, ist aber auch dunkel hier. Wow, was war denn das? Er leuchtet doch irgendwie so komisch. Also kann man denn nicht. Also er leuchtet mit der Taschenlampe immer so nach unten. Hä? Man sollte, also es ist wirklich Ethan Winters, einen kleinen Autounfall und schon funktioniert er nicht mehr richtig. Meine Fresse. Das kann nicht wahr sein. Ach, guck mal, jetzt hat er einen Arm. Oh, kaputt. Ich wollte gerade sagen, der bleibt nicht lange dran, so wie wir Ethan kennen. Muss der Hocker aufstehen. Okay. What the fuck? Was da oben? Hat das gerade ein Foto? Genug? Oh ja. Jetzt sind wir echt bei Outcast 2. Outlast. Wer ist so ein Outcast? Das stimmt. Alter, lauter. Oh, lauter Vögel. Das ist halt Bio-Chicken McNuggets. Ugh. Die. Hä, hey, die sind aber hier richtig so hindrapiert. Richtig aufgehangen. Hm. Das ist wahrscheinlich das Kühlhaus von dem Werwolf.
Ugh. Ja, jetzt weiß jeder, dass wir hier sind, ey. Wieso hat der Vogel aufgehört? Oh oh. Geht's hier weiter? Nee. Ich glaube, nach rechts geht's weiter. Oder? Ja? Ja? So, schwer, schwer zu sehen. So. Lief da gerade einer? Ja, ja, aber ja? Ich weiß nicht, ob es ein normaler Wolf war, da schon irgendwie wie so auf zwei Beinen. Ja, Brücke. Was ist das hier? Wir gehen jetzt rein, oder? Ja, mach doch die Tür zu, ey. Naja gut, aber mach das ja zum ersten Mal mit so einem Horror. Ausflug. Die Tasche war ganz schön, die da hing. Hätt sie gern. Nimm die doch mit, dann kann man inventarmäßig was einstecken. Ja, brauchen wir bestimmt wieder Inventar. Schau mal, die kann man eigentlich ganz bequem umhängen. Ja. Ist auch schick. Da passt eine Waffe und zwei so große Topfpflanzen rein. Wir brauchen ja diese Topfpflanzen zum Heilen. Und hier noch so eingelegte Oliven oder was das ist. Was gibt's hier? Auch gemein, mir diese kleinen mitnehmen und wir müssen immer so eine Topfpflanze schlucken. Oh. Nix. So. Naja, Strick halt, ne? Da wollen wir uns mal keinen Strick draus drehen. Ja, guck, der hat. Schau mal, da ist schon hier das erste. Die. Und jetzt aber rein damit. Yam, yam, yam. Aber erstmal Zähne putzen jetzt hier. Ich fürchte. Gibt's einen Spiegel? Nee. Aus Performancegründen haben die den abgehangen. Boah, die Lampe hält aber echt nur so 2 Meter weit. Ja, vor allem hält sie immer so blöd nach unten. Da sind auch so Blutspuren. Komm schon, hier ist doch bestimmt eine Pumpgun drin. Raketenwerfer. Nichts. Nochmal, hier ist sogar eine Papiertüte. Ich will nicht. Okay, liebe Entwickler, ihr habt gewonnen, ist doch gruselig. Ich ziehe meine vorlauten Kommentare zurück. Yes, endlich ein Keller runter. Ich dachte mir schon. Kannst du nicht den Kopf von dem, wie heißt das Pferd? Von dem Elch vor dem Pferd vor dich halten, damit du dich so abwehren kannst. Ja, du eigentlich ganz Hirsch, so rum, so heißt es. Nicht Dead Rising, ist die andere Marke. So. Knofel. Da ist schon wieder ein verfaultes grünes, vielleicht sogar ein rotes Pflänzchen. Das wäre eigentlich auch ein ganz gutes nerviges Feature, wenn einem die auch noch eingehen könnten, die Heilkräuter. Kann man den Entwickler von diesen Daymare-Spielen empfehlen? Wie können sie die nervigen Spielelemente von Resident Evil noch nerviger machen? Bei Munition haben sie es schon geschafft. Das soll das irgendwie so ein verrotteter Christus irgendwie sein oder so? Das ist wahrscheinlich wie so ein. Das gibt's auch diese Bilder, wenn du die anders hältst, dann siehst du da eine andere Figur. Auf der einen Seite ist genau. Also auf der einen Seite ist halt Christus und auf der anderen Seite ist die Wahrheit. Okay. Fuck, ey. Wenn es gefragt wird, ja, das ist die PC-Version, allerdings mit einem Field of View-Hack. Dass wir ein normales 90 Grad Field of View zumindest haben. Oh, die Blutspur führt auf den Schrank zu. Wenn wir Glück haben, ach, halt nur ein kleiner Werwolf. Wuff, wuff. Okay. Oh, Gott sei Dank. Eine Wehrratte. Oh nein, das ist doch immer der erste jetzt, Fake jetzt aus und dann der Schocker. Nee, du musst das putzen, aber da lag. Entweder eine sehr dicke Maus oder was anderes Maus.
Bildschirm, das wieder in VR. Nee, danke. Boah, die Klangkulisse ist aber richtig geil. Ich weiß nicht, ob das bei euch zu Hause auch so ankommt, aber... Ja, die Kinder oben, die stampfen wieder mit den Füßen auf. Guck da nicht so hin, die verlierst du bestimmt sowieso bald. What's it all this? Uff. Okay. Jetzt haben wir hier eine neue Tür. Wo bin ich reingegangen? Ich muss gucken, ob irgendwas anderes offen ist. Jetzt ist draußen aber heller, ne? Mhm. Es wird langsam Tag. Ja, okay, das hier irgendein. Sag mal, ist eigentlich seine Hand wieder komplett angewachsen? Die war doch nur so angetackert nach Teil 7. Oh, wir haben hier, guck mal, wir haben so eine Karte, ein Notizbuch. Dämmerung irgendwo im Wald. Es war eigentlich ein Abend wie jeder andere, aber dann ist Chris aufgetaucht und hat unser Leben zerstört. Er hat Rose entführt, er hat Mia vor meinen Augen erschossen. Mich haben sie außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich irgendwo in einem Wald. Was hat das alles zu bedeuten? Dann hatte er aber noch Zeit, eine schöne Zeichnung noch reinzumalen. Eine Zeichnung zu malen, naja. Finde ich aber gut, so ein Tagebuch, dass man, wenn man mal eine Pause macht, später wieder einsteigen kann. Jetzt können wir leider nicht gucken, ob die Hand noch so dran getackert ist oder nicht, aber in Teil 7 war sie ja nur so dran getackert. Ja. Aber er hatte ja auch dieses Zeug bekommen, womit er sich dann geheilt hat, oder? Ja. War das nicht auch irgendwie so? Die Beleuchtung ist voll cool irgendwie. Ui. Oh, schau dir das mal an. Hell am I? Castlevania. Geil. Okay, so eine Mühle. Da hinten sind so Schornsteine. Kirche. Und da ist Schloss Dracula. Und dann ist noch irgend so eine Burg oder so. Okay. Er braucht dann zwei Burgen nebeneinander. In Warburg gab es auch zwei Burgen, oder? Vielleicht ist das so ein Angeberding, so nach dem Motto: Schatz, die Nachbarn haben sich schon wieder so eine Kirche gebaut. Ja, dann brauchen wir jetzt auch eine. Dampft noch. Dann ist das wohl noch nicht so lange tot. Kann man es noch essen oder wie? Das ist noch gut. Ist das die Tür, die da so quietscht? Ja, das Geile ist übrigens, aber warte mal, bevor du reingehst, schau mal noch mal kurz nach hinten. Das Coole ist, dass aber trotzdem der Gartenschlauch im klassisch irgendwie so türkis ist auf dem Boden. Was ist denn da? Vor dir? Ja. So, ja, naja, so werden die halt verkauft. Die werden halt nicht extra für so eine schummrige Gruselregion angepasst. Da stehen die bestimmt an der Information und wollen das umtauschen und sagen, ich kann mich so in meinem Dorf nicht zeigen mit dieser Farbe. Und dann sagen die, ja, wir haben Gartenschlauch ist Gartenschlauch. Also wir machen das hier mit den Farben nicht anders. Ich weiß nicht, wo, also ich, Leute, ihr kennt das ja vielleicht. Ich will ja in solchen Spielen eigentlich nicht Sachen skippen, indem ich zu schnell quasi nach vorne laufe. Also eigentlich immer erst alle so alternativen Wege. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Sollen wir jetzt erst da rein oder erst da lang? Erst mal ins Haus, wenn das hier so ein kompletter Weg ist vom Haus weg. Oder du kannst ja einmal im Garten um das Haus rumlaufen. Ich glaube mal hier in die Ecke gucken. Aber ich will dann trotzdem... Ende. Von da kommen wir, ne? Ja, genau. Weiter geht's ja nicht. Okay. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Kann man hier auch aufmachen? Oh ja. Tierlieb ist man also. What the? Hier ist irgendwas. Ich sehe das ja noch parallel auf dem zweiten Monitor im Twitch-Stream, wo es ja ein bisschen später ankommt als jetzt hier beim Discord-Übertragung, aber halt viel flüssiger und sauberer. Ist schon echt hübsch. Hübsches Spiel. Okay, aber hier ist irgendwas. Also hier brauchen wir vermutlich irgendwie so eine Kurbel oder so.
Das war in der Demo schon, ne, dass man da noch nicht weiter konnte. Weil ich habe ja diesmal keine einzige von den Demos gespielt. Das heißt, okay. Diesmal gehe ich da komplett ungespoilert rein. Interessant. Ja, das habe ich nicht ausgehalten. Ich wollte die ausprobieren. Da hatte ich nämlich auch gerade die PS5 ausgeliehen und hier habe die natürlich dann gleich mal ausprobiert und da dann auf dem Fernseher. Und da ist mir das mit diesem beschissenen Field of View auch nicht aufgefallen. Und dann habe ich die PC-Demo ausprobiert und da ist mir dann habe ich dann gemerkt, dass das ja mal gar nicht geht. Okay. So, aber vorher mal. Das ist eine Schlussfolgerung. So. Na, guck mal, das hier ist. Die sind bestimmt ausgegangen. Ja. Schatz, gehen wir heute Abend aus. Ja, aber vorher richten wir hier noch ein richtiges Chaos an. Erst beiß ich noch ein Stück aus dem Türstock raus und dann gehen wir auf ins Gesicht. Schatz, nimm dir was für unterwegs mit. Ja, gut, dann hier den Türrahmen. Lies es sich leicht knacken. Aber guck mal, er hat recht, weil es ist ja noch warm. Aber sieht das aus wie... Und schon wieder das Essen sehr detailliert. Jetzt nicht gerade geschmackvoll, aber detailliert. Sieht doch jetzt aus wie lecker Eintopf und nicht wie so ein Gedärme-Scheiß, wie es sonst immer in so Horrorfilmen gibt. Ja, dann geben wir jetzt mal hier... Will mir eigentlich sagen, dass er das nicht aufreißen kann, dass das... Obwohl, er würde wahrscheinlich den Händel abreißen, ne? Den Griff. Okay, also hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Omega 1102 sagt, seine Oma hatte den Topf auch. Mit demselben Zeug drin? Man hört da irgendwie so eine Entfernung. Wie so ein Radio. Der Radio, oder? Schau mal, da links schlagen auch die Fensterläden gegen die Wand. Siehst du das? Ja. Also ich wäre eher für links weitergehen. Na schön. Wenn ich schon nicht spielen darf, dann will ich aber bestimmen. Und jetzt sterben. So Vocals rum. Nee, das sind so Ziegenköpfe. Also hier gibt's alles. Das trägt man jetzt so. Oh, geht's da rechts durch das Fenster? Kann man dann das Haus rein? Ah nee, das sah nur so aus. Aber irgendwie ist das der Motor, ey. Der zuckelt noch so vor sich hin. Naja, die müssen ja Sprit haben. Ja, aber ist dann... Hä? Wie ist der denn da hingekommen? Ist der denn hier so rückwärts reingefahren? Okay. Du müsstest es doch wissen, du kommst doch vom Dorf. Wie empfängt dieser da hinten? Direkt, naja, was gibt's hier? Friedhof, Workshop, Ceremony Site, Zeremonienplatz. Auch geil, dass das schon so richtig benannt wird, so Zeremonienplatz. Wird irgendwie nur noch so Opferungsplatz. Es wird lauter, ne? Dann ist wahrscheinlich hier doch der Hauptweg. Wenn da brennt, ist halt auch Licht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das hier irgendwie wichtig ist. Das kann man denn hier, das kann man wahrscheinlich nur mit einem Schlüssel auf. Haben bestimmt irgendwie einen speziellen Schlüssel. Schau mal kurz nach oben an dem Tor, wo du gerade dran warst. Nur mal kurz nach oben schauen. Würde nur mal interessieren. Ja, also da brauchen wir den Schlüssel. Ich wüsste nicht, wie wir da sonst reinkommen sollen. Also gerade bei dem Tor da oben. Gerade in so einer Notsituation. Mir würde nicht ein Weg einfallen, wie man da rüberkommen sollte. Das ist so geil. Ich hoffe, die Embleme für diesen Weg finden wir wie bei Silent Hill irgendwo auf dem Friedhof dann. Weißt du, das müsste halt, also es wäre ein easy fix, um diese ganzen Logikprobleme zu lösen. Du müsstest halt nur in den ersten 10 Minuten von so einem Spiel etablieren, dass die Spielfigur so ein krasses Fashion-Victim ist, dass der sich halt auf keinen Fall irgendwie die Hose dreckig oder irgendwie was einreißen lassen oder will. Oder extreme Höhenangst hat. Oder so, ja. Den Hauptweg willst du jetzt noch nicht, ne? Ne, ich will erstmal gucken, was da hinten noch ist, weil... Ja, yeah, es kann in die Ecken, ja. Shaggy Girl sagt, von uns würde da keiner rüberkommen. Okay, stimmt. Ja, aber Ethan, wenigstens versuchen und dann kläglich beim Versuch scheitern, ja. Aber... Außerdem Ethan Hunt hier, dem hauen sie doch... Wow. Was ist hier? Hör, das ist doch ihr Äffchen. Ja, das ist das.
Aber ist das genau das gleiche oder hatte sie ein größeres zu Hause? Sie hat ja das Äffchen und das Mutteräffchen ja, quasi. Stimmt. Sie hatte ja zwei. Aber dem Ethan werden ja ständig Körperteile abgeschlagen. Das heißt, er ist ja recht leicht. Das sollte man. So kann man auch abnehmen, ne? Ja. Aber willst du es nicht mitnehmen, was da im Dings war? Da ist, glaube ich, nichts außer noch. Oh, schau mal, das ist dieses Symbol, was man in einem von den ersten Trailern irgendwie mal gesehen hat. Ja. Ach, das ist nur zum Zumachen. Ah, okay. Oder wo sie dann schon reingelesen haben, dass das irgendwie was ist. Ich hatte neulich Maler hier, die quasi so Teile der Hausfassade weiß gestrichen haben und die haben auch damit angefangen. Und dann haben sie das so gelassen. Erstmal so ein satanisches Symbol dahin gemalt. Ist jetzt hier, geht's auch? Erstmal Päuschen auf dem Klo. Geht klar, Klo ist natürlich besetzt. Da ist der Typ aus Jurassic Park drin. Ich finde es ganz angenehm, man kann tatsächlich sprinten. Ja, aber nur eine bestimmte Strecke, oder? Also irgendwann ist ihm dann die. Ja. Geht ihm die Puste aus, oder? Probieren wir es oder ich aus. Weiß nicht genau. Do not enter, wir drehen mal, wir müssen ja Ethan quasi jetzt. Warte mal, hier ging es noch nach links rein ja, auf den ja, Hof. Ja, wir müssen ja erstmal noch auf Strecke kommen, um rauszufinden, wie fit Ethan ist. Ach so, ist. Ja. Bisher noch, läuft da noch eine ganz gute Zeit. Stimmt, das ist erstaunlich, erstaunlich fit, der junge Mann. Also da kann mir keiner erklären, dass der nicht ein bisschen klettern könnte. Wie er der klettert in dem Spiel irgendwann mal, dann ist aber was los. Ich will etabliert also haben, dass der Wackersteine an den Füßen hat. Das war der Deal. Sie bauen seine Hand wieder ran und sie bilden ihn irgendwie aus und so. Und sie schützen ihn auch, aber er muss diese Steine an die Füße, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. War man nicht hier irgendwie rausgekommen? Ja, das ist hier wieder der Dings. Stimmt. Hast du recht. Aber dann haben wir doch in der Hütte die eine Tür haben wir doch in der Hütte da nicht aufgemacht, oder? Welche denn? In der ersten? Doch, geh beide. Mal hier doch mal durch das. Echt, haben wir beide gecheckt. Also wir sind okay, da durchgegangen. Hier kommt man ja quasi nur in diese. Mit den genau, und jetzt war doch hier links noch. Genau, wenn du jetzt hier durchgehst, jetzt war doch hier links noch eine Tür. Wo war links noch eine Tür? Ach ja, stimmt, das war mit der rausgebissenen Wand. Genau. Dann laufen wir jetzt zum Hauptweg. Wir haben unseren Soll getan. Guck mal ganz kurz, ist das eigentlich hier so eine Automap? Also malt die mit? Ach guck mal, das ist hier. Ja, das funktionieren ja alle nicht in dem Spiel. Rot heißt wird durchsucht, vollständig erkundet ist türkis, unbekanntes Gebiet ist Dreieck. Okay, was ist das hier? Braucht man die? Das ist aber ganz nützlich hier mit den Symbolen. Was der sich alles notiert, ohne dass man es merkt, ne? Also, das muss der ja quasi blind malen, weil wir würden es ja merken, wenn er mit der Kamera das ist. Das ist ja der notiert. Grund, warum wir seine Hand nicht sehen, weil die ständig irgendwo was kritzelt. Stimmt. Besser so, als wenn sie irgendeinen anderen Scheiß macht. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir sie technisch deswegen sehen, die ist gar nicht mehr festgetackert, sondern die macht quasi so eiskaltes Händchen wie ihr eigenes Ding. Die läuft hinter ihm her, macht sich Notizen. So. Genug geblödet. Wo war denn das? In welchem Spiel war denn das, wo die Hauptfigur auch noch so sagt, von wegen, ich habe die ganze Zeit nach dir gesucht oder ich habe die ganze Zeit nach dir gerufen und wir haben die ganze Zeit diese Figur gespielt bei und Tomb wissen, Raider dass sie nicht... Das. Und sie hat sich einmal gefragt, sieht zerbrechlich aus. Ja, genau. Hey, kann ich denn jetzt... Habe ich... Okay, ich brauche irgendeine Waffe. Fehlt noch was zum Zerbrechen. Oh, was? Nehmen wir doch das. Messer. Dann zerbreche ich das jetzt. Erste-Hilfe-Arznei. Inventar. Wir sind aber noch gesund. Oh, das ist aber verhältnismäßig viel Platz im Inventar. Schon. Vielleicht hat der doch das, der die Tasche genommen. Wo? Ja, aber wo trägt der eigentlich diesen Koffer? Die Grafik für diesen Koffer ist auch so geil. So ein richtiger Koffer. Ja, das hat er die Hand, die hat das dabei. Aber wie zieht sie es dann, wenn sie den Koffer... Naja. Wenigstens einen Rucksack dabei hätte oder so, aber nein, es ist wirklich so ein Aktenkofferding. Did they just run out of the house? Ja, bei dem Essen würde ich auch davon laufen. Oh Scheiße, nein. Kam das da gerade raus? Ja, oder? Ja, ich glaube ja. Alter. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on?
hat gerade geschossen, Mann. Die wollte ich gerade sagen, genau. Aber jetzt dann leise, ne? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Are you listening? Hey! What the? Ich will nicht pietätlos erscheinen, dann hat er das Gewehr mitgenommen. Whoa. Dead body? Wait, there's more. Das ist auch so geil, eben gerade mit diesem, haben Sie eine Waffe dabei? Nein, warum sollte ich? Nach dem, was der vor 3 Jahren erlebt hat, ist diese Frage doch so, warum im Leben nochmal diese Frage stellen? Sind wir hier ganz schön abgelagert. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? Die sehen irgendwie alle sehr gleich aus. Ich wollte gerade sagen, oder was sitzt denn da? Da hinten sitzt doch irgendwas. Scheiße! Die Hand! What the fuck was that? Ja, quatsch noch, Eason, schieß! No. Taste kannst du drehen. Spielst du mit Maus und Tastatur oder Gamepad? Ich glaube, er hat's. What the hell? Ah ja, so geht's. Mit B und hinten. Okay. Aber gut, dass die Hand ungefähr 10 Minuten gehalten hat. Bis sie halt wieder komplett zermanscht wird. Also aber er hält trotzdem die Waffe mit beiden Händen jetzt, ne? Naja, was soll er denn? Also er lässt er sich auch nichts nehmen. Obwohl die Formulierung stimmt nicht ganz, da lässt er sich nichts nehmen. Offensichtlich lässt er sich etwas nehmen. Bolzenschneider! Mal, jetzt schon der Bolzenschneider, das ging ja schnell. Geil. Aber jetzt, weil du das gerade eben nochmal gesagt hattest, die sahen schon unten die Leichen, da. Also, vielleicht waren sie doch ähnlich. Ja, vielleicht ist ne? Ethan da auch irgendwie dem großen Zwillingsmörder irgendwie auf die Schliche gekommen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Okay, das hätten wir wohl vollständig durchsucht, aber was ist hier? Kann man da jetzt. Das finde ich übrigens ganz angenehm in dem Spiel. Das zeigt die Sachen, mit denen man interagieren kann, schon verhältnismäßig weit an. Also diese Icons. Es ist ja doch sehr detailliert und wenn man dann irgendwie lange suchen müsste, das glaube ich wäre ganz schön nervig. Ach, das ist jetzt hier nochmal ein eigenes Submenü, so, womit man direkt craften kann. Ja. Okay, ja, das könnte das jetzt hier. Nee, hä, aber ich habe doch Kraut. Ach nee, weil ich nur eine Chemikalie habe. Unten steht immer, was man hat. Okay. Und wenn es rot umrandet ist, heißt das fehlt. Okay. Ja, aber jetzt guck doch mal an hier. Jetzt sind wir endlich Kraut. Jetzt ist alles wieder gut. Ein bisschen raufwischen und dann geht das wieder. Ja, warte mal, wo ist denn das Notizbuch? Ach so, Y ist das Inventar. Ist nochmal ein ganz anderes Menü. Pardon. So, das stellen wir jetzt mal her.
Das haben wir hergestellt und gleich ein Achievement bekommen, den Bastler. Ich schaue nochmal, was ihr im Chat schreibt. Ja, das Loch im Boden ist plötzlich weg, hat JC Game-O-Matic geschrieben. Ich glaube, wir sollten keine Schmerz Fragen in der Hand stellen. Ja auch. Ja. Also. Bolzenschneider. Der ist mit dir verbrannt. Schau mal, eine Brücke. Ist das diese Golden Gate Bridge? Ja, das ist die, genau. Und die in New York. Vor allem in New York. Aber doch damals, oder? War das, bei Driver San Francisco, wo die falsche Brücke gesagt haben? Das hatten wir da. Weiß es auch nicht mehr. Okay, das geht einfach. Von da kommen wir ja her. Von da kommst du her. Wow, Scheiße, da gehen wir nicht rein. Nee, ich hab ja noch 3 Schuss und wir haben eben gemerkt, dass ich für so einen Heini mindestens irgendwie 5 Kopfschüsse brauche. Vielleicht kann man ja sich selber. Ich muss da rein. Ich habe ja noch ein Messer. Geh doch erstmal außenrum. Achso, ein Messer ist hier. Also du meinst außenrum. Ich würde erstmal außenrum gehen. Immer erstmal außenrum. Das macht irgend so ein Geräusch, als wäre da ein Radio drin oder so. Okay. Ich fürchte, wir müssen da rein. Scheiße. Scheibenkleister. So. Wart nu. Aber das sieht doch aus, als könnte man das bewegen, siehst du? Ah, schau mal, gell? Wo Nathan Drake hochklettern kann, kann Ethan wenigstens was schieben. Hä? Okay. Was hast du für ein geiles Radiohändchen? Das ist gleich kaputt gemacht. Oh, geil. What the fuck? Das Haus blutet. Ich fürchte, da ist jemand auf dem Heuboden oben und ich glaube, es ist nicht die Magd mit der Stallbursch. Lustig, ich hab das gleich gedacht. Oh, oh, oh. Termiten. Aber okay. Rein. Vielleicht kann man auch hochspringen. Oh, 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 ich glaube, er kommt. Oh, oh. Oh, Scheiße. Verschwende nicht die Munition da draußen. Oh Gott. Aber warte mal, kannst du das Ding davor schieben? Hier ist wieder so eine. Da vorne ist doch. Da ist doch nicht was. Da ist was Gelbes an dem Schrank dran. Kannst du das nochmal bewegen? Da vorne ist doch. Ah nee, das ist schon die Tür, okay. Oh. Da ist der Stalljunge. Ich nehme jetzt mal mein Heildings. Stehen die übrigens jetzt auch draußen so rum und warten? Hast du noch Munition? Das ist die Stelle, wo wir ausweichen müssen. Oh.
Oh, okay, gut. Bisschen Geld. Oh geil, bisschen Geld verdienen, super. Ja, und das war halt so ein geiler Headshot, dass sie dann alle sich denken, Da bleiben wir mal weg. Survivors? Okay. Kann ich dir das jetzt hier mit dem Messer? Etwas genauere Ortsangabe wäre gut gewesen. Ich finde das irgendwie so für diese Geschichte voll gut, dass, wenn das ja irgendwo in Rumänien oder so spielt, dass die halt so drauf sind, dass sie für die möglicherweise dort festgesteckten Touristen das alles auch auf Englisch sagen. Achso, ja, ja. Auch im guten Englisch halbwegs. Sehr rücksichtsvoll. So, warte mal, muss ich jetzt hier irgendwie von innen durch? Aber wo denn? Vielleicht ist hinten die Tür aufgegangen jetzt. Weil das hier, hier ist so rot. So, ja, das heißt aber, das. Aber warte mal, vielleicht kannst du da drauf schießen irgendwie? Auf, das, auf den Riegel? Nee, muss man, glaube ich, wegschieben, so. Oder? Ja, den muss man wegschieben. Nee, den musst du wegschieben. Nee. Dann gehe ich jetzt zurück. Was würden sie auch nicht machen, weil das würde ja bedeuten, wenn du keine Munition hast, kannst du da nicht weiter. Ja. Das. Aber man hört überall dieses Knurren, ey. Das ist, ich habe Hunger. Das guckt man mal an. Aber hier geht's jetzt auch erstmal nicht weiter über den. Kann ich denn hier einfach den Zaun, kann man nicht so eindreschen, oder? Machen wir mal kurz die Karte auf. Ich glaube, wir verlaufen uns halt gerade. Ist denn hier irgendwie das Ziel, denn wird das denn angezeigt? Können wir denn nicht einfach hier so an dem Haus vorbei? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, irgendwo in dem Haus ist noch ein Weg, den man rausgehen kann. Also wo wir gegen den Werwolf gekämpft haben, ja. Meinst du? Andererseits, man geht ja auch wieder zurück, also es wäre auch irgendwie komisch. Also man schiebt das Ding ja wieder weg. Ich guck mal, ob hier nochmal irgendwie was liegt. Hier waren wir doch noch nicht. Stimmt. Ach guck mal, das haben die jetzt weggerissen, glaube ich. Voll nett. Das sind so Gartenarbeiter, ne? Die dekorieren es um. Warte mal, du kannst ja links ja erstmal die Tür aufmachen. Oh, fuck me. Scheiße. Ja, aber irgendwie. Naja, jetzt dem einen hast du halt ganz schön den Kopf weggepustet. Da sind sie nicht so. Ja. Fanden sie nicht so geil. Ja, ich hab ja auch noch. Aber warte mal, geh mal. Mach mal die Tür noch auf. Welche denn? Kannst da hinten. Ach so. Nee, rechts. Da hinten die Tür. Für den Fall, dass wir besser im Kreis laufen können. Doch anders überlegen. Dann können wir früh morgens so eine Joggingrunde machen. Hä, aber wieso halten die denn jetzt so respektvoll in Abstand? Wo ich das irgendwie. Weil du gerade den Kopf von dem anderen explodiert hast. Oh, scheiße. Oder sie spielen ja nicht. Okay. Ist hier noch? Und ans Loch! Da liegt noch Zeug. Dammit. Da das eigentlich alles hin? Das ist sinnvoll Mehl. Wer hätte das gedacht? Dann da greifen sie mit was? Mit Mehlsäcken an? Was? Ignoriere die, renn einfach weg. Da steht Lauf, weglaufen. Oh oh, fuck! Boah, der hat aber auch einen schönen Tritt. Okay, weil ich versuchen war, ich laufe. Das sind Springfässer. Springfässer? Shit! There's no end to them! Ouch. Shotgun ist leer, oder wie?
alles, ja, nur zwei Schuss gehabt und. Ach so, scheiße. Wie brennt's jetzt? Das ist aber eine Sackgasse. Ja, schau, das ist doch irgendwie hier. Da hilft es. Oh, schau mal, jetzt kommen. Oh. Wahrscheinlich steckt denn jetzt irgendwas tatsächlich im Brand, dass du weg kannst. Gut aus, ich nehme mal mein zweites Leben. Auf die Grimiersäcke kannst du übrigens schießen. Ah, okay. Oh Mann! Was denn, ist der Baum links? Ist ja irgendwie auch nicht so deutlich. Man darf sie nicht so in die Ecke drängen lassen von denen. Warte mal, ich mach mal kurz die Karte auf. Ich meine, da geht's nur nach unten. Hier irgendwie. Ich weiß ja gerade nicht, ob meine Aufgabe ist, kill die alle. Mhm. Also eigentlich stand da nur lauf weg. Ich weiß halt nicht, was mit dem Mehl passiert. Man kann auf das Mehl schießen. Oder mit dem Messer zerstören. Ach nee, das sind Mehlexplosionen dann. Okay, also damit kann man dann auch nochmal Gegner erwischen. Oh, geil, auch noch einen kristallenen Schädel mitgenommen. Ja, hier sind wir neu. Ja, oh, fuck me! Was ist denn das? Ja, das meine ich doch. Ich glaube, das war das, wo er meinte, von wegen Scheiße. Hier, die Tür davor stellen, den Schrank vor die Tür stellen. Ah, der Schrank ist feuerfest, ich kann es noch schnell vorstellen. Ah, das ist eine Leiter. Alter! Das Leiter geht ab, erst also. Okay, der haut jetzt hier alles kaputt. Ach, das ist so. Wie kann ich mir denn noch was bauen? Erste Hilfe kann ich mir bauen. Ach, lol. Das sind so viele, oder? Ja. Huh? I was an adventurer like you. Ich weiß nicht, ob das so sollte. Das hat er doch jetzt nicht überstanden, oder? Huh? Haben die abgeschossen. Oh fuck. Hello, my name is Ethan. I'm looking for my daughter. Wurden sie irgendwie gerufen, oder? Kann das sein? Also, er hat die halbe Hand abgebissen. Er hat einen Pfeil im Knie. Schau dir mal die Hand an. Er hat eine Axt ins Gesicht bekommen. Also, schau mal, da ist nicht mehr ein Loch übrig geblieben, als er sich den Pfeil gerade aus dem Bein gezogen hat. Alter, was ist denn da los? Wie steht dieser Mann noch? Man weiß es nicht. Hä? Was? 5 Mass fürs Sägewerk. Was ist das denn? Oma.
Das ist so wie dieses Meme mit dem Hund, Wahnsinn. Der in dem brennenden Haus sitzt mit "This is fine". Aber warte mal, bevor du jetzt hier rum... ich glaube, wir haben noch ein paar Stellen Sachen noch liegen lassen, wo du ihr folgst. Wir gehen mal in das Haus zurück, wo eben hier dieser große... Kurz nochmal im Chat zurück schreiben, während dieser ganzen Action schrieb jemand. Warte mal. Wo war es denn? Ja, genau. AJ Artnazi schrieb, gute Idee, nieder mit den Mehlsäcken, um ihm die Brot zu schnappen. Ja, aber ja, so kriegt man sie sitzen dann die nämlich. Mit Hunger sitzen sie dann da und dann sagen sie sich, doof. Geil, man kann ja durchs Fenster. Also das kann er dann greifen. Hier, der athletische Ethan. Ja. Guck mal, Shotgun-Munition. Flinten-Munition. Aber wir werden hier schon ganz schön schnell mit gewesen. Kram ausgestattet. Wir werden auch ganz schön schnell mit Gegnern beworfen, möchte ich fast schon sagen. Da gibt es aber auch nur diese zwei Modelle von den Standardgegnern, oder? Der Zottelmann und der Mann ohne Zottel. Ah. So ist das bei denen. Kommt alles im Alter. Aber hier so Finger ab, das kann ich ja gar nicht ab. Das ist ja, ugh. Irgendwann stechen sie dem noch das Auge aus und dann sieht man nur noch so die Hälfte des Bildes. Oh. Ich hab's vorhin, glaub schon mal erzählt, also nicht hier im Stream, sondern vorhin bei so einem Arbeitscall. Ich habe neulich den Film Brightburn. Dann ist es auch nicht passiert. Den Film Brightburn angeschaut und da gibt's auch eine Szene, wo einer Person... Sehr warte mal, da war doch noch was. Das ist so ein Mechanismus, den wir nicht haben. Ich drücke das Familienfoto rein. Es hat nicht funktioniert. Ach schade, ich hätte gedacht, oh, vielleicht mit Sympathiepunkten, weißt du? Bitte, nicht meine Familie. Jetzt warte mal, machen wir die krasse Mehlexplosion. Ich habe den übrigens auch gesehen, den Brightburn. Ja, und da gibt es halt eine Szene, wo so eine Frau, der reißt quasi direkt vor dem Gesicht so eine Neonröhre. Dann hat die so einen Glassplitter direkt im Auge drin. Ah, warum denn? Ja. Diese Szene schreibt jemand und dann drehen die das und dann machen die da Special Effects und denken wir, warum? Kreislig. Und keiner sagt nein. Keiner sagt nein. Okay, also in dem Haus ist noch was. Ja. Im Großen. Schießpulver? Hey, lag das jetzt hier so im Boden? Vielleicht hat das irgendwie einer liegen lassen. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Graut. Das hast du alles liegen lassen. Dabei war das so eine entspannte Szene, wie wir hier reinkommen. Ich wollte gerade sagen. Guck mal, da ist das Bett in der Küche, oder wie? Pistolenmunition, Schießpulver. Ja, das ist eigentlich voll die geniale Idee. Braucht man nie wieder rausgehen. Ja, schau mal, man hätte da auch noch den Schrank vorziehen können. Ah, wieder alles falsch gemacht. Wie oft ist man direkt nach dem Essen so voll müde und dann muss man immer erst ins Schlafzimmer gehen und ja. So, haben wir das jetzt? Das ist jetzt auch geklärt. Aber was heißt denn das Ausrufezeichen? Was ist immer noch eine mechanische Tür? Mechanische Tür. Ist das die wir eben halt hatten mit dem Mechanismus, oder? Ja, die stimmt, genau. Das, ja. Und hier ist jetzt nur quasi nochmal dieser Unter-Zwischenboden. Ach, da ist noch was. Rostige Reste. Kann man denn da... Ach, da kann man die rostigen Reste des ruppigen Rudolfs. Keine Ahnung. Der ruppige Rudolf ist aus seinem räudigen Ross abgeritten eben. Nikolas sagt, er findet es toll, dass es ihn überhaupt nicht juckt, dass seine Ehefrau erschossen worden ist. Naja, ja, aber er hat ja auch bisher noch nicht so viele Leute gehabt, mit denen er sich drüber unterhalten konnte. Wollte gerade sagen. Mir ist es neulich, ich spiele gerade Returnal und da fällt es einem halt, ich meine, da gehört es auch ein bisschen so zur Idee, dass die Hauptfigur halt zunehmend quasi an sich zweifelt und dann so Selbstgespräche mit sich anfängt. Aber wie viele so Videospielfiguren halt so viel mit sich selbst immer sprechen. Das ist halt so weird. Unten da eben gerade auch, wo er die Leichen da wegschiebt. Ja. Also da ist jetzt verschlossen, das heißt, sollen wir wieder versuchen, hier zurückzukommen? Ich habe jetzt die Karte so schnell nicht gesehen.
Weil das sieht doch aus, als wäre hier ist offen. Doch offen, ja. Aber wie komme ich ja. denn? Aber das ist der andere. Du musst draußen rum. Also hier? Nee, hier durch, genau. Und dann den Fluss. Ach, scheiße, ich habe vergessen, dass du hier so einen beschissenen Orientierungssinn hast. Fuck. Und das ist ein Dorf, das ist nicht mal eine Stadt. Das ist aber hier auch das gleiche Symbol, was wir vorhin schon mal gesehen hatten. Immerhin kann man oben nicht reinklettern. Ja. Aber warte mal, stopp, halt, nach links gucken. Hochgucken. Nee, wie sollte man da reinkommen in das Haus? Wie sollte das? Zeigt mir eine Bewegung, zu der Menschen in der Lage sind. Ich glaube, es gibt einen Ocean's 11-Film, wo die 3 Stunden lang den perfekten Heist planen, um hier einzusteigen mit so einem Experten-Team. Ja, die bauen ein Loch unter dem Haus, um das abzusenken, das Haus. So ein bisschen. Ich glaube, das ist auch im neuen Mission Impossible, haben die das ohne CGI gemacht, dass Tom Cruise hier so hoch und dann geht er da rein. Ja, für Tom Cruise ist es aber gar nicht so leicht. Der ist ja so klein. Da mussten sie dann so einen Tritt hinstellen. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? Aber er sorgt sich immer noch, ne? Also. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming. No, wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Who's that guy? Rose is here? Ja, ich fürchte, es gibt keinen Weg zurück. Das ist jetzt hier übrigens der Abschnitt, der in der Demo war. Ah. Also die Demo, beziehungsweise der eine Abschnitt. Eines war ja das Dorf und der andere war ja dann. Die Burg in dieser Wahnsinnsidee. Komm, das machen wir jetzt nur mal ein paar Stunden verfügbar, um so einen Pseudo-Event-Charakter zu erzeugen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Furchtbar, ich finde das so schlimm. So dieses, habt ihr so wenig Vertrauen in eure Arbeit? Obwohl sie ja wohl tatsächlich, sie haben ja dieses Video da veröffentlicht, ne? Dass sie ja wohl tatsächlich totale Probleme hatten, dass das QA-Team erstmal am Anfang dann gesagt hat, dass Leute, das funktioniert alles überhaupt nicht, wie ihr euch das gedacht habt. Ja, vernichtendes Feedback von denen und die haben denen dann erstmal geholfen, das irgendwie wieder halbwegs auf Spur zu bringen. Hm. Hier ist übrigens wieder auf dem Boden das Symbol. Stimmt. Aber diesmal mit Kerzen und Knofel. Ich habe immer noch nicht irgendeinen Dietrich gefunden. Es wird halt am Ende sich rausstellen, dass eigentlich das nur eine sehr gesellschaftskritische Geschichte ist, in der es um einen sehr gehfaulen Vater geht, der sein Kind hätte retten können, wenn er einfach nur mal über eine Mauer geklettert wäre. Aber Jahrzehnte des Videospiel- und Fernsehkonsums haben es ihm ausgetrieben. Ja. Valkyrenstatue. Ja. Okay. Mein Fahrlehrer hat früher mal gesagt, ich bin schaltfaul. Immer so selten geschaltet habe. Aber ich schalte ja auch heute oft nicht. Habe ich nicht gecheckt, wie er das gemeint hat. Okay. Wieder von der anderen Seite verschlossen. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass einfach das Szenario Dorf es nicht möglich macht, 500 Meter hohe Laserwände aufzustellen, um realistische Hindernisse zu haben. Ich glaub, hier warst du schon. Hier warst du ja schon. Ich dachte, dass da nur vielleicht noch was außen an der Mauer lag. Du musst nicht so, also das, du siehst, du merkst es ja, die Sachen wären verhältnismäßig weit schon da. Wir können es ja mal ausprobieren. Genau, hier zum Beispiel hast du es schon. Geh doch mal nach links. Nee. Oder kannst du erstmal da in die Ecke gucken. Was ist? Komm unten durch? Nee. Oh, das sieht aber auch hier. Und die Zufahrt zum Schloss. Was ist das hier? Ich finde, das hat voll was Castlevania-mäßiges, ne? Ja,
klar. Ach, ein schönes neues Castlevania-Spiel jetzt nach der Serie wäre auch mal schön. Aber meinst du ein richtiges, also ein Castlevania, wie halt Castlevania ist, oder irgend so ein irrer Genre-Mix, um was ganz Verrücktes auszuprobieren? Könnte man alles machen, beides. Andererseits, fairerweise muss ich sagen, ich bin ja auch nie dazu gekommen, die anderen, also die beiden letzten Castlevania-Spiele mal wirklich weit zu spielen, weil keine Zeit. Und die haben inzwischen auch schon 10 Jahre auf dem Buckel. Also warum wünsche ich mir ein neues Spiel, wenn ich die scheiß 10 Jahre alten Spiele noch nicht geschafft habe? Oh, was ist hier? Ah, so dumm. Dieses Kind ist dumm. Was gibt's da? Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas ereilen. Sehr gut. Zyniker. Okay. Jetzt bin ich ein Zyniker. Gibt's ja nicht. Was ist denn das? Ist auch geil, dass der Friedhof so mitten im Dorf ist. Ach, das ist der... Nee, wo ist der Friedhof? Da. Das ist doch der Friedhof. Hier, so alles, oder sieht alles so gräbermäßig aus? Nee, das ist nur ein Haus. Doch. Normales Wohnhaus. Ah, das ist auch, aber das ist ein normales Wohnhaus. Was hier, nee, das ist eine kleine Kirche. Hier steht. Eine Kapelle. Kapelle, du hast so recht. Dann merkt man wieder, dass du vom Dorf kommst. Ist auch hier echt krass bemalt, wenn man sich da. Das ist auch echt schön, ja, ne? Voll schön bemalt, voll die Mühe gegeben. Bitte keine Muni an Collectibles verschwenden. Sorry. Bislang. Was ist denn hier alles los? Ach, guck mal, das ist hier die... It's a Preview. Lady Dingsbums. Und das ist doch... Ist das dann das gleiche Bild, was dann quasi auch... Dann ist das halt eine Frau mit so einer Maske auf. Dann wird das dann Mutter Miranda wahrscheinlich sein. Na, das kann sein, ja. Okay, der Heini, den er auch aus dem Trailer kennt, irgend so ein... Kind oder so eine Puppe? Und was ist das? Ist das ein Kopf? Ist das eine Schulter? Ganz schlechtes Zeichen, wenn man das beim Passbild gefragt hat. Aber nimm doch das Ding mit. Wirklich? Okay, das Jungfernfragment. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die 2 Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Luisas Haus. Okay, Luisas Church. Also quasi auf der anderen Seite. Okay. Ach, guck mal hier. Oh, geil. Alte Schreibmaschine. Was sagt denn die Map? Das haben wir noch nicht ganz... Irgendwas muss es hier noch. Das wahrscheinlich, oder? Dass man hier noch irgendwas aus dem Brunnen hochlassen kann. Nee, da brauchst du ja wieder ein Tool. Ja, aber ich meine, dass das deswegen. Achso, ja, das wird das sein, ja. Ja. Was wir uns noch machen können, das weiß ich aus der Demo noch. Gehen wir zurück. Gehen wir nochmal raus. Und jetzt hier nochmal aus dem Haus raus. Also hier, Extreme oder? Aus dem Gartentor raus. Genau. Schauen wir nach da hinten. Genau, jetzt hier geradezu. Da müsste hinter den Steinen müsste noch Zeug liegen. Einfach geradeaus hier rein. Ja, so ein bisschen rechtsig. Da, siehst du, da war was. Da ist noch was, genau. Aber da sieht man auch ganz gut, ab wie weit er das schon zeigt. Ja. Also man muss nicht super in die Engen gehen, finde ich eigentlich ganz gut gewiss. Und dann hatte ich noch was, wenn ich mich recht entsinne, wenn du links den Gang hochgehst. Da, wo es so ein bisschen die Treppen hochgeht. Da hängt oben über dir so ein Vogelkäfig. Schau mal nach oben. Ja. Schieß mal drauf. Rostige Reste. Sehr gut. Die Tür ist mit einem 6 geflügelten Rostbesen dekoriert. Okay. Ja, das dann wohl noch nicht. Aber ich finde es bisher so, finde ich es voll geil. Brennt da hinten so ein Kreuz? Nee, das sieht nur so aus. Nee, das ist... Was wollen die denn hier? Die ist auch noch mit. Guck mal, hier ist noch der Ziegen. Oder? Ist das Zufall, dass das hier so weiß aufleuchtet? Ich glaube, das ist super. Das wirkt nur so. Okay. Der hat mir doch so gezwinkert. Von Bedeutung.
das kannst du dann vor Gericht sagen. Gut, Kirche geht nicht hier hinten zu. Da ist der Traktor. Ach, komm ich hier unten rein vielleicht? Nö. Achso, überlegst du jetzt, wo du weiter kannst? Ja. Da hinten da. Geh mal durch das Gehirn nochmal zu dem zu der Kirche zurück. The Church. Kann ich das hier eigentlich schon gleich einsetzen? Dann habe ich es nicht dabei. Ja, dann musst du nicht so schleppen. Was müssen wir jetzt drehen? Ja, so ist doch top. Okay, es wurde nochmal leicht korrigiert, alles klar. So, jetzt geh mal rechts dran vorbei. Da war noch ein Durchgang. Da sind wir nicht. Genau hier schon mal, da kannst du weiter. Aha. Geht doch alles. Geht's da hin? Achso, und jetzt laufe ich. Brachliegender Acker. Das dann wohl schon das Haus ist. Da lag rechts was, siehst du das? Schon mal, das ist so Markierung. Ja, da sind auch so. Da ist auch wieder Mehl, ne? Ist auch Mehl wieder zum. Dazwischen ist auch überall Mehl. Siehst du das? Zwischen den. Ich glaube an der Vogelscheuche, das ist. Oder ist. Ob das auch Mehl ist das oder ob das so doch auch schon, oder? Ja. Auf jeden Fall ist da rechts eine Kiste da oben, siehst du das? Ja, ich gehe da auch gerade mal hin. Aber da ist gerade ein Wolfmann. Ja. Wolfgang. Ob da Wolfgang herkommt? Ein Wolfmann? Was? Der raschelt doch der was. Der Wind, das ist nicht der Wind. Der Wind macht nicht. Doch, wenn er Hunger hat. Das gefällt mir halt links, gar nicht. Ich glaube, links hinter dir ist noch eine Kiste. Oh, da ist er, da ist er. Wo kam der denn jetzt her? Was? Der hat doch abgedrückt, ne? Oh, geschossen. Das kann jedem mal passieren. Oh nein! Wow, da ist noch einer! Kann ich da nicht. Oh, ich wollte ja da raus. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder. Oh, da ist doch einer! Das war vielleicht dumm. Ich hätte vielleicht wirklich in Richtung von dem Haus laufen sollen, in der Hoffnung, dass wir den ganzen. Vielleicht ist es mal am Mehl so entlang locken. Vielleicht. Ja. Headshot. Oh, wow! Oh, da hinten kommt schon der nächste. Autsch, 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 autsch. So, und jetzt versuchst du mal in so eine Mehlexplosion rein zu. Ja, was soll denn dann passieren? So nur Mehl. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich will sehen. Das verwirrt die nur kurz. Aber ist jetzt hier nochmal Mehl? Vielleicht müssen sie dann erst ihre Sachen waschen. Das. Close the door, please. Oh. Okay. Hey, what are you doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering, and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's Shh, house. Shh, quiet. There must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Oh,
Ich habe mir jetzt mal einen Limiter aufs Mikro draufgelegt. Ich hoffe, ihr könnt mich nur hören. Für den Fall, dass ich so schreie, dann ist das nicht so laut für euch. Hang on, Papa. Kann ich mir denn eigentlich noch Flintenmunition kraften? Nee, kann ich bisher noch gar nicht. Doch, doch, das ist, sonst wäre es ja rot. Nee, aber das ist ja Pistolenmunition, nicht Flinten. Ach so, Flinten, ah, das hast du noch gar nicht, die... Nee. Die, das Rezept oder die Vorlage oder wie auch immer man das nennen soll. Ich weiß gar nicht, nehme ich das eigentlich immer zu früh? Muss ich eigentlich warten, bis ich quasi richtig rot bin? Kann ich schwer sagen. Immer erst. Ich weiß auch nicht, ob das so wahnsinnig gut ist, das über den Verband nochmal rüber zu schütten. Also ja, ich bin ja kein Arzt. Ich kenne mich da aber auch nicht so gut aus. Also wenn Ärzte zuschauen, sagt mal, ob das, ob wir uns das merken sollten, für wenn wir tatsächlich, wenn uns mal die Hand abgebissen wird. Ist das das richtige Vorgehen, was wir hier machen? Immer erst ins Klo gucken. Aufmachen, Polizei. Oh, nur Scheiß drin. Oh, hier kann man wieder irgendwas schänden. Ah, nee, doch nicht. Hä? Brauchst du aber wieder da brauchst du, glaube ich, einen Dietrich oder irgendwie sowas. Ach so, ich dachte, das, ich dachte, man kann hier aufmachen und so wieder so eine Ziege kaputt machen. Schade. Luisas Haus. Erstmal die beiden reinlassen. Warum? Vergiss die. Die sind längst tot. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. Oh, you're welcome. Ich werde euch nicht zurückgelassen, oh. Freunde. Alles gut. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Klar, wie sollen die da durchkommen? Die können ja nicht über Zäune klettern. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Uh-oh. Also wenn halt unsere Gegner eine Armee von mutierten Ethan Winters wäre, dann wäre das halt ein easy-peasy-Spiel, weil die könnten halt über keine hüften Mauern drüber. Aber machen sie ja auch nicht. Also es ist ja... Die, vor die Tür geht's übrigens ganz kurz. Nathan schreibt hier im Chat. Anybody home? Na, egal. Maybe a familiar voice. Luisa! Open up, it's me, Elena! Die amerikanische Begrüßung. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now. These people are our friends. Go on. Go inside. Come now. This way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Okay. Wait here. I'll check on the others. Lass mich diese Geschichte zu Papier bringen. Diese Elena freundet sich mit uns aber auch so schnell an wie Han Solo und Luke Skywalker, oder? Luisa, Sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Du hast es mit Natrix
vorlesen vorhin. Ja, ich wollte nur sagen, sie schreibt, ich bin zwar nur Zahnärztin, aber mit dem Mundwasser macht man das ja auch so, von daher. Woraufhin denn aber vollkommen zu Recht, warte mal, Brötlingen schreibt, ihr kippt Mundwasser über Verbände? Das ist auch so meine Frage. Vielleicht habe ich das auch mal falsch benutzt. Schau, das ist das Feature des Films. Raytracing und Fotoalben. Aber irgendwie, ich will doch da näher hin. Ich will das angucken und das ist so. Ja. Aber das sind ja nur Fotos von dem Dorf. Schau mal, da waren wir ja gerade schon. Hast du keine Erinnerung? Musst du alles fotografieren? Das kannst du dich nicht da erinnern, oder was? Du brauchst das für Insta. Furchtbar. Und schnell noch einen Filter drauf und so. Ist schon. Sepia. Was haben sie denn da? Das sieht aber auch irgendwie... Oh, schau mal, da ist die Mühle. Das heißt, wir kommen da irgendwann hin. Ja. Sonst hätten sie das nicht als 3D-Modell so detailliert gebaut. Du Fuchs, du. Ja, dann. Da liegt... Ach nee, das war... Come inside, the others are waiting. Also geil, wie die da gewartet hat. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Quiet, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan. Thanks. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless... Invalid, a stupid, wailing bitch, and you drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing, and expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Weil das bekanntlich hilft. Das ist ja voll diskriminierend, ey. Jetzt drücken sie ihn da in der Wunde rum. Hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice. And await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Sieht echt ganz schön gut aus. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! What? Father! Elena, no, stay back! No, let me go! No! 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 No
so sorry, Father. Hey. Hey. That wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. Nur die Waffe da draußen liegen lassen. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No. We're getting out of here. Together. Ich klang irgendwie falsch. I gotta get out of here. Together we will start a new family. Okay, also es brennt. Hier. Nix. Danke dafür. Die Frau, der das Haus gehört hat, als ich die Demo damals gespielt hatte, das, die hat mich total an die Mutter von den Stark-Kindern erinnert. Ja, ne? Ja. Ja, stimmt. Und ich dachte mir jetzt im ersten Moment, ach, die haben sie ja aufwendig irgendwie modelliert und so und auch irgendwie gute Schauspielerin und Sprecherin, die wird bestimmt jetzt wichtig für den weiteren Verlauf. Und zack. Zack, weg. Hier, schöne Raytracing-Oberfläche. Oh. Aber hätte man auch mal abwischen können. Ja. Das ist nämlich der Nachteil, was man den ganzen Spielecharakteren nicht sagt, da müssen sie ihre Bude auch mal putzen, wenn hier alles geraytraced ist. Autoschlüssel! Multifunktional-Autoschlüssel. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Aber können wir diesen Schraubenzieher jetzt benutzen, um so Türen aufzumachen? Den können wir für draußen zum Beispiel, um dieses Schloss da aufzuschrauben, benutzen. Um die... um an die Dings ranzukommen, an die Figürchen. Das sieht eigentlich wieder ganz gut aus. So, brennt das jetzt? Das brennt Damn, mehr, ne? The fire's moving fast. Ja, ja. Das macht Feuer so. Oh Gott, das sieht aus wie eine richtig dumme Idee. What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Ja, dieses Auto eigentlich da reingekriegt oder ist hinter dir die Tür, also die Garagentür. Das ist aber echt die Frage, wenn die Garage noch hinter mir ist, doch einfach mal reingekriegt. Also das ganze Haus. Egal. Lass es in die Tür gehen. Das Geile ist übrigens auch, dass er zu ihr sagt, steig ein. So dieses, für dieses Manöver. Ethan! Ethan, are you alright? Fine. Guck mal, sie ist nicht eingestiegen. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Oh, jetzt ging es aber schnell mit dem Feuer. Nowhere to go but up. Wir sind seit ein Zimmer weitergekommen. Let's move. Don't worry and try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. So, aber diese Feuerpfeile, die da eben runtergeregnet sind, die haben die Werwölfe abgeschossen oder haben andere. Ja, ja. Once you get out of here, maybe you'll get to meet them. Whoa. Come on, it'll hold. There, that's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them, there's too many. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No, that place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. Oops. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Stay there. Come on. Give me your hand.
Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! God damn it! What the hell? Ich hab gedacht, dass die jetzt zumindest mal irgendwie ein bisschen länger überlebt. Why is everyone dying on me? Ja, weil um sich alle blöd sind. This is just too much. Und dabei waren wir gerade, sind wir gerade Freunde geworden mit Elena. Puh. Bleak, man. Das ist schon sehr hingeschoben, so dieses, ja, wir können die jetzt aber nur für die 5 Minuten animieren. Wie bringen wir die jetzt hier noch um? Aber schöner Sonnenuntergang. This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Shit! Andererseits ist natürlich auch der typische Tod, wie Leute in so Filmen oder Serien sterben, die dann überraschend nochmal zurückkommen. Ja, gut, okay. Ah, okay, ja, das kann auch sein. In ja, so ein brennendes stimmt. Haus fallen. Ja, 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 ja. Ach, das geht jetzt mit dem Schraubenzieher. Brötling schreibt gerade, nicht mit der Hand gegen den Fensterrahmen hauen. Stimmt. Das sollte gut tun. Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Ouch. Hey, wer war die das? Who was that? What was that? Wird die Leiche aber gleich recycelt, oder? So. Ich glaube, hier links in dem Bereich ist noch irgendwo eine Kiste. Da müsste irgendwo links noch eine. Wir haben ja eine schon aufgemacht, aber irgendwo an der Seite ist da noch was. Ich glaube eher weiter unten. Ja, ja. Da, da. Gut aufgepasst. Und dann schau doch mal, genau, wenn du jetzt geradeaus weitergehst. Ist auf der anderen Seite da ist noch mehr? So ein. Da ist noch so ein Schuppen, da drüben. Genau. Du Lass kannst da. Auch über diesen kleinen Zaun rübersteigen, der hier zur Straße hinführt. Und hier rein, oder meinst du da rein? Ja, nee, der Schuppen da rechts davon, genau. Da müssten noch ein paar Sachen sein. Sowohl, ich weiß nicht, drinnen als auch draußen. Yes. Ich weiß nicht, ob draußen auch noch Grün. Was liegt. Kannst du ja einmal ums Haus rum. Ah, okay, dann ist okay. Ja, dann meinst du, dass dann draußen auch nichts mehr liegt, wenn das. Weiß ich nicht, was das anzeigt. Nö. Nee. Wahrscheinlich sind auch noch irgendwo so Vogelkäfige, aber das ist irgendwie in der Übertragung schwer zu erkennen. Also ich muss schon sagen, dass mit diesem FOV-Dingsbums, diese Mod, das ist schon echt Gold wert. Also ja, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich das normal spielen würde. Ja, das ist okay. Also für PC spielen, wo man wirklich so nah davor sitzt, das ist ein Witz. Death has visited them all. Aber das war nicht sie, oder? Das war eine hochge. Nee, nee, das ist eine andere. Ja, 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 ja. Was hast du da Schönes gemalt? Hat Ethan eigentlich in der Zwischenzeit mal wieder was gekritzelt? In seinen Notizbüchlein? Ja, guck an. Macht ja alles voll hier. Früher Morgen, Dorf. Was? Dorf Anna? Okay. Da ich neben dem. Woher weiß er eigentlich, welches Datum ist? Er weiß doch gar nicht, ob er vielleicht länger ausgeschaltet war. Gleich neben dem Wald war ein Dorf. Ich konnte einen Bewohner finden, aber wir wurden von monsterähnlichen Kreaturen angegriffen und er wurde getötet. Kurz darauf hat mir eine alte Frau erzählt, dass Rose hier im Dorf ist. Ich muss sie finden, bevor diese Dinger ihr zu nahe kommen. Morgen Luisas Haus. Bei einer Frau namens Luisa konnte ich weitere Dorfbewohner treffen, aber auch sie wurden getötet, nachdem sich einer von ihnen plötzlich in eine dieser Kreaturen verwandelt hat. Jetzt verstehe ich, diese Monster sind die Dorfbewohner und das Dorf ist ihr Nest. Jedenfalls habe ich als einziger überlebt und gehe jetzt zum Schloss, um nach Rose zu suchen.
Achso, können wir jetzt hier irgendwie was speichern, können wir erstmal. Gibt es hier noch irgendwas zu stehlen? Achso, mit dem Schraubenzieher können wir jetzt aber nicht hier irgendwas kurbeln, oder? Das ist nochmal was anderes wahrscheinlich. Das ist nochmal was anderes, ja. Hm. Irgendetwas fehlt. Na, wir haben noch die zweite Platte, dann können wir theoretisch doch vorne das hier, das große Tor aufmachen. In Richtung Schloss. Okay. Nothing but blood and death. Huh? Na dann. Ach scheiße, hätte ich gucken wollen, ob man, wenn man die Vögel abknallt, ob man auch was kriegt. Wie bei Resi 4. Echt, war das da so? Ich dachte, dass man da was kriegt, wenn man die abknallt. So Geld oder so. Was ist das denn, die Map? Achso, stimmt. Nee, aber bei Puhmeister 93 schreibt, er hat ein Handy dabei, da kann das Datum ablesen, warum er es für nichts anderes nutzt, aber ein Riss. Ich glaube, er hat das liegen lassen, oder? Das ist am Anfang ja, da, diese ja, Soldaten hatten. Ja, ja. Ja. Das war ja wahrscheinlich dann auch halt gelockt, ne? Ja. Also kannst du Datum und so kannst du ja anzeigen lassen, aber kannst du ja nicht. Obwohl, Notruf kann man immer wählen, ne? Ja. Andererseits, er weiß vielleicht nicht die Notrufnummer in dem Land. Nicht überall gleich. Okay. Hier ist so ein Apparillo. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough, huh? Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Er kriegt aber echt alles ab, oder? Love you. You're whining. We're almost there. Er muss doch auch irgendwie von dieser ganzen Pilzgeschichte irgendwas abgekriegt haben, dass er das alles überspielen kann. Ja, glaube ich auch. Das ist doch also, das ist gar nicht echt passiert. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you if you entrust the mortal to House Dimitrovsk, my daughters and I shall deliver to you the finest. Way ugly if I want to see! He's awake! Bessie, shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Oh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak, yak, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep growing! One day your head might actually fit your ego! Fight, fight, fight! Hey, don't fight. I get a say in this? Silence! My decision is final. Be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Huh.
Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have here. Ethan Winters. Get ready. No! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Das Ding halt. Was denn? Oh. Showtime! Uh-oh. Run like hell. Jesus Christ! That's right. Run for your life. Also das war jetzt gerade quasi gerade die neue Familie, oder? Das sieht so aus, ey. Die neuen Bakers. Very nice. We are the Bakers. Oh, der schon wieder! Aber ist das der? Nee, oder? Ich glaub schon. Ich glaube, der kann sich so verwandeln, oder? Der hat doch auch den Körper. Ja. So ist danach aber auch hin. Wow. Uh-oh. Oh, da kann man durch. Shit! Hey, da kommt überall die Decke runter. They truly are as strong as they say. Oh, you don't think I'd let you get away, did you? Gotta keep Donna and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, the most grand finale. Ich dachte, man müsste das rausnehmen. Was da in der Kiste drin ist. Aber das ist halt nur Geld gewesen, was ich irgendwie später holen muss. Oder so. Jesus Christ! Das ist halt die Botschaft, ne? Wenn man nur in dem Geld her ist, dann sieht das nicht gut aus. Katz kommt, die Seele. Das ist aber auch, das ist nämlich ein ganz natürlich. Die können eigentlich jetzt auch an der Schreibmaschine neu starten. Das stimmt auch, ja. Wie sehr sie diese Steine so poliert haben, dass es wie so eine Wasserrutsche funktioniert. Vor allem, wer baut denn überhaupt so eine Anlage, dass da unten jetzt noch so eine Wand runterkommen kann? Wie ist diese Fort Boyage oder so? Diese Fort Boyage, ja. Was kann man denn jetzt da machen, wenn es hier vorne kommt? Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, hier müssen irgendwo auch Herren, hier muss irgendwo auch Herrenbekleidung sein. Weil das ist jetzt so tief unterirdisch, dass das immer Herrenbekleidung ist. Schon. Clever. Was süß, ey. Too close. Wait, do those freaks have Rose? Possibly, die wussten ja, dass er Ethan Winters heißt. Hä, hey, was, sie haben mich nicht entwaffnet? Chefin, der hat noch so einen Koffer dabei. Ja, lassen Sie. Okay. Ja, finde ich aber gut. Ein bisschen Respekt vor Privateigentum hier zeigen. Ja, das ist aber tatsächlich eine Tugend, die abhanden gekommen ist. Ja. Der hatte nicht so gute Ideen, wie man da... Hä, aber... Hier bin ich doch gar nicht durch. Wieso hat er das jetzt abgestellt? Nee, das ist hier, das sind halt auch alles so eine Mechanismen. Okay.
Wir müssen ja nicht immer alle laufen. Was ist das, was kostet, was der Stromverbrauch kostet? Wahrscheinlich lief das früher alles und jetzt mussten sie halt in diesen Tagen den restlichen Strom hat er in seinem Grafikkarten-Rack, wo dann Bitcoin gemeint wird. Habe ich jetzt da irgendein tolles Item bekommen, das ich benutzen kann? Ein Hebel. Aber der hatte jetzt zum einen irgendwie so Magnet-Superkräfte, dass der so den Hammer auch so herziehen konnte und uns mit diesem Metallscheiß beschmeißen. Aber ist er dann auch dieser riesen Werwolf gewesen? Weil ich glaube nämlich nicht. Ich dachte, der hätte noch gesprochen dann über den Lautsprecher. Aber der Hammer ist ja natürlich der gleiche. Ja, ja. Oder ist der Hammer eigentlich im Verhältnis jetzt bist du aber, größer? Warte mal, da jetzt hast du aber unten noch nicht alles abgelaufen. Echt? Da war unten noch was drin. Da war doch noch der andere Weg, weil das ist jetzt ein... Der andere Weg. Fußfertige Mann. Ist hier noch was? Hier nämlich nach rechts rum. Ja, weil da sind wir doch nicht noch. Ging's, ja, aber hier sind wir doch reingekommen. Da nicht noch weiter? Also hier ging's, kam's doch rein. Da ist nichts mehr. Dann ist hier auch gerade mal zugemacht. Ach, sind wir von hier gekommen? Dann habe ich, ja, ja. Hab ich mich verorientiert. Sharky Girl schreibt, der Hammer von dem Ultra-Werwolf ist viel fetter als der von Heisenberg. Das konnte man sehen. Na dann. Und die Tür geht nicht auf, ne? Die kleine? Die. Willst du das nochmal erfahren? Hier sind wir hergekommen. Also hier kamen wir dann zurück. Ja, wir können ja nicht aus beiden Ecken gekommen sein. Naja doch. Hier sind wir eben reingekommen, dann haben uns die doch überwältigt. Hier hat uns doch dieser Heisenberg überwältigt und dann sind wir jetzt hier quasi rausgekommen. Ach, das ist hier? Ah, ja, 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 ja. Okay, jetzt schnalle ich erst. Ah, okay. Das habe ich nicht geschnallt. Aber ich habe keinen Orientierungssinn. Ja, ja, stimmt. Na gut, in 9 von 10 Fällen stimmt es auch. Aber dieses Mal nicht. Ja, okay, gut. Das ist auch dekorativ. Hm. Das sind aber so eine Verwandelten, ne? Oder die haben halt Covid-Haare. Habe ich ja auch gerade. So fängt's an. Das ist schon das zweite Resident Evil, was wir innerhalb von so einer Pandemie spielen. Das ist doch mal wieder gut. I've been waiting for you, Mr. Winter. Der. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Welcome, Ethan. Welcome, stranger. I've gotten some new stock. Das ist so lustig, dass nichts von dem, was bei ihm da so rumhängt, zu dem passt, was man hier im Menü kaufen kann. Nicht eine Waffe oder irgendwie so ein Zeug. Also wir haben hier Lei als Währung und wir haben, oh Gott, da brauchen wir viel mehr. Okay, man kann hier quasi auch so Upgrades kaufen, Ankauf. Ach, und die sind wahrscheinlich zum Verchecken, oder? Ja, sieht so aus. Lady Lei. This is all an investment, Ethan. Könnten die Feuerrate von der Pistole verbessern. Ich würde aber eher die Feuerkraft verbessern. Achso, das würde nicht reichen. Nee. Ja, dann nicht. Könntest du Magazingröße machen? Das ist auch zu teuer. Nee, das dafür? 4000, achso, ja, stimmt. 3000. Ja, ja, dann ziehen wir erstmal noch weiter. Ja. Und die Karawane zieht a good deal, weiter. If I say so myself. Der hat eine Gürteltrage-Policy, wie ich sie unterstützen kann. Und das Pferd muss das alles ziehen. Okay. Was, oder? Ja,
Das ist echt ganz interessant, dass man nicht sagen kann, wann das so spielen soll. Aber was meinst du jetzt eigentlich mit, welches andere Resident Evil Spiel haben wir denn gespielt in der Pandemie? Resident Evil 3. Ach stimmt, 3. Ja, stimmt. Ja, ja, das war leider nicht so gut. Ja, ja, war okay, aber... Wir waren angefixt von Teil 2 und auf das Niveau kam so. Ja. Okay. Das Holz allein sieht schon so geil aus. Hier. Ach, ist das hier oder was? Ah, okay. Haben die das Could hier Rose bei mir zu Hause here? Gedreht? Ach so. Du kannst sagen, hey, was ist jetzt mit ihm los? Das ist meinem Stand so, angemessen. Der Größenwahn setzt ja. Da ein. 5. Januar, Rednick-Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitri... Wie heißt sie jetzt eigentlich? Dimitris ist, glaube ich, im Englischen. Oder Dimitres? Dimitrescu? Weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden. Ahnung. Der Duke, Geschäftsgespräch. Ah, guck, man unterhält aber dann durchaus diplomatische Beziehungen. Hm. Schau mal, die Vasen kannst du kaputt machen. Eigentlich hätten wir es wahrscheinlich in Ruhe gelassen, aber jetzt ist quasi der erste Schuss gefallen und jetzt... Ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich auch Rache schwören. Das kann ja ruhig wahr sein. Aber hier ist, irgendwas kann man hier noch machen und deswegen... Oder gehört das hier noch zu dem Zimmer dazu? Das U am Ende ist stumm. Heißt es. Okay, also Dimitresk oder Dimitris. Die werden das ja bestimmt auch irgendwie mal sagen. Nichts passiert. Hä, was kann man denn hier noch mitnehmen? Vielleicht ist noch irgendwo so ein Geheimding, was man abschießen kann oder so? Oder vielleicht kann man später irgendwie den Candle-Dings noch anmachen, das Candle-Light hier auf der rechten Seite. Oder? Das drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Okay. Das ist so geil, Bella, Cassandra und Daniela. Also irgendwie so ist ein gewisser, es fällt ein bisschen ein, ab. Ein Gruß an alle Danielas, die uns gerade zugucken. Aber also, ich weiß nicht, Prinzessinnenname ist es nicht. Ja, auch, es geht ja, ja, es geht ja auch andersrum. Also da hast du halt sowas wie Christian, Michael, da hast du Daniel. So. Schau mal, das ist hier dieser Kopf von Adam West aus der alten Batman-Serie. Klapp ihn mal um. Ja. Dillele. Okay, da geht auch nichts. Aber es ist ja lustig, dass man so rum jetzt reinkommt in das Schloss, weil das kennt man ja auch aus der Demo. Ah, oder okay. Von der anderen Seite. Und ja. Aber es ist schon echt, dass die Beleuchtung und das mit diesen super guten Texturen, die Details, das hat schon Wahnsinn. Also das ist ihnen wirklich gut gelungen. Ja. Bin auch happy, dass wir das hier auf so einem geilen PC und mit Raytracing und Zip und Zap. Schon gut. Ich krieg die schon noch so weit. Oh, oh. Ach krass, ja, auch mit den Deckenfreskos und so. Und ja, Wahnsinn, oder? Krass. Ja. Und da wollen Leute noch, dass man ab und zu rausgeht, um sich Sachen anzugucken. So ein Unsinn. Finde, was? Looking for Rose? Ja, schlag das vom Körperteil ab, wie wär's damit? Man, Blood. Ah, sag mal, ich jetzt. Autsch. Also immerhin eine Familie, die sich unter die Arme greift. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother.
Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama! Hey, wait. Was muss dieser Mann durchmachen? Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Oh, hat sie so ganz krustige Haut? What are you doing? Guckst du denn hin? Ich finde es aber auch so die Animationen sind auch alles richtig gut. Also auch vor allem die Gesichtsanimationen. Das ist man gar nicht mehr gewohnt. Wie, und jetzt hänge ich hier so mit den Händen, oder was? Lass dich halt mal ein bisschen okay, hängen. Okay, da so ein Haken. Hier so ein Haken. Und jetzt? Ach komm, nein. Nein. Oh, Mother. Warum denn? Crazy witch. Er kann es nicht, der Junge kann es nicht lassen. Naja, gut. Aber die Finger wachsen nicht nach, oder? Also bis jetzt noch nicht. Hey, was war jetzt ihr Plan? Sie lassen mich jetzt erstmal da hängen, damit mein, was? Damit sie Mother Miranda Bescheid weiß. Genau. So, ein ordentliches Weinglas. Das ist, wenn Mami sagt, sie trinkt nachmittags nur mal ein Gläschen Wein. Dann haut sie das jeden Nachmittag weg. Alles klar. Es ist stressig. Wir haben es verstanden. Die haben mich auch nicht entwaffnet. Ist dir das übrigens mal aufgefallen, dass bei den Wechselanimationen Ethan einen dritten Arm hat? Was? Das ist ja wie bei Nackte Kanone. Das war die ich glaube, Andi hat mir das gezeigt irgendwo oder so. Oder ich habe es bei Andi in einem Video gesehen, so kaputt gelacht. Ach ja. Er ist eigentlich hier der, wie heißt der, Octodad. Er darf sich aber nicht anmerken lassen, ne? Mädchen bei der Ernte. Ach krass. Die stampfen da voll auf den Leuten rum, ey. Ja, ah, okay. Fies. War in dem anderen Zimmer noch was? Ich guck mal. Wo du gerade raus warst? Nee, eigentlich nicht. Und schau doch mal das Weinglas, ob man das. Ah, nee, hier ist noch irgendwas. Also, ob man an dem Weinglas kann. Noch. Und manchmal sind doch da so Sachen dran. Weinglas, Schätze. Aber das ist dann wahrscheinlich was man verkaufen kann. Ja. Wir sollen übrigens nicht Tierfleisch verkaufen. Weil da gibt es 20% Rabatt. An die Tiernahrung. Ja. Ach hier, was ist das hier? Ist da noch was? Schau mal. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken, aber ich dachte, dieser Schraubenzieher wäre jetzt dafür da, aber wohl nicht. Kriegst du wahrscheinlich noch einen Dietrich. Du kannst hier durch den, genau. Ach, weil hier gerade gefragt wird, wir haben das immer noch nicht, glaube ich, richtig umgestellt mit dem, dass man keine Clips machen kann auf unserem Twitch-Kanal. Fuck. So war auch nicht, wie es geht.
Weiß ich nicht, kriegen wir das jetzt auf die Schnelle umgestellt? Ich komme ja nicht mal in die Schon, aber dann ist halt hier quasi erstmal Pause, bis ich das... Das können wir danach mal, in die Option reinschauen. Ja. Ich kann mich nicht mal einloggen, weil Daniel den Freischaltcode kriegt. Okay. Auch ein Kind in der Hand. Mhm. Arme. Aber den Ring kannst du gleich mal anschauen. Ring mit Rostrot. Ein bräunlich-roter Edelstein in Form eines Auges. Herr, der sie guckt einen immer an, egal wie man den dreht. Okay. Ich werde das nicht anzweifeln. Was gibt's hier? Flasche mit Chemikalien. Können wir eigentlich wieder haufenweise Zeug craften? Das können wir bauen. Das können wir bauen. Das können wir bauen. Okay. Man will ja auch was zu schießen haben. Where have they taken Rose? Was habe ich denn jetzt mit Schalter gedrückt, dass jetzt hier die Tittentischchen aus dem Boden fahren? Die Tittentischchen. Was ist denn das? Ist das die Collector's Edition hier von Dead Island oder was? Muss man irgendwas reinsetzen, aber du hast es noch nicht. Ist das nicht hier, wie heißt der? Ach man, dieser eine DJ, der auch in Fortnite aufgetreten ist, hat ja auch so ein Gesicht, so eine Maske. Hier ist doch gar kein Gesicht. Ja doch, diese zwei Dinger, das sieht aus wie so Augen. Dass das die Augen sind da oben und das ist da unten der Mund. Wie heißt so, der? Chat, ihr wisst das doch bestimmt. Das weiß ich nicht. Wie heißt der denn? Der immer so einen Helm aufhat. Okay. DJ Helmy. Lord Helmchen. Da muss ein Zuko-Stecker rein, genau. Ja, da ist geschrieben, Vantades, sehr gut. Da kannst du auch noch den Gang runter, ja, ne? Also irgendwie ist hier noch... Aber ich glaube... Schau mal hier an der Tour, an der Kommode. So eine Komödie. Ach, und jetzt hat man den... Stimmt, jetzt hast du den Raum wieder hier zu dem... Ah, wo du durchgeklettert bist, durch den Kamin. Achso, und das ist es immer noch, weil ich hier dieses Dietrich-Ding genau. Nicht aufmachen konnte. Ja, okay. Ja. So. Dann gehen wir jetzt quasi wieder in den Hauptraum und schauen auf die andere Seite. DJ Maus, Dead Maus. Dead Maus, genau. Oder Marshmallow. Ich glaube, Marshmallow ist den ich meine. Ach so, na gut. Oder ich kenne nur die schnellste Maus von Mexiko. Oh, we meet again. Duke, ist der jetzt reingekommen? Why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Also der hat es Dimitrescu gesagt. Dimitrescu, ja. So oh, auch. Good. I was just thinking there's of coin to be made. Time. Wie viel Laufkundschaft kommt denn hier durch? Ethan. Hey Chat, ich verkaufe jetzt mal das da. Weil. Also angeblich kann man die Schätze auch verbinden, um dann noch mehr rauszukriegen. Ach so. Aber. What are you buying? Just something an old friend of mine used to geil. Say. What are you buying? What are you selling? Finished? Are you sure? Aber es soll auf jeden Fall nicht dieselbe Figur sein, die sich irgendwie hat gehen lassen oder so, sondern. Okay. Ja, schade. Aber was ist das? Da braucht man schon mal irgendwie eine Kugel, oder? Um die da durch dieses Modell laufen zu lassen. Ach, das ist hier wie so ein Flipper. Das nochmal, kann man nochmal speichern. Ja, da soll ich jetzt irgendwas kaufen. Ich weiß nicht, will ich nicht so einen Impuls kaufen? Nein. Nee, ich würde noch warten.
Also gut, das heißt, der hat es. Achso, nee, warte mal, wenn man sie verbinden kann, steht das da. Also wahrscheinlich kannst du das Weinglas verkaufen. Dann können wir zumindest irgendwie ein Gewalt-Upgrade uns holen. Ein Waffenstärke-Upgrade. Das würde hier dann irgendwo stehen, oder was? Weinglas. Irgendwie Schatz. Ja, vielleicht. Wir vertrauen jetzt einfach mal auf unsere Zuschauer und dann. Okay. As always, a trustworthy, fair exchange. So, dann können wir uns jetzt. Pay me no mind. Feuerkraft von der Pistole besser machen, oder? Mhm. Weil das ist ja auch dann schon. Mehr als Stufe 2 gibt's ja erstmal nicht. One moment, please. Nee, nee. Bestimmt das absolut Falsche gewesen. Good day then. Jetzt kriegen wir nämlich sofort eine Minute später eine andere Pistole. Ja, und die wird uns weggenommen. Also. Ja. So, auf jeden Fall haben wir das hier. Vier Engelsbüsten sind hier. Das Kaufmannszimmer. Und hier geht's auch nochmal. Da waren wir gerade drin. Ich glaube, von hier waren wir gekommen. Da geht's zum Eingang wieder hoch. Achso. Ja, stimmt. Hier sind wir so rein scharwenzelt und dann haben die uns erwischt. Genau, und dann haben die uns erwischt. Krass, wie geil das aussehen, ey. Ey, so schade, ne? Dass ja nicht nur VR jetzt nicht verfügbar ist, sondern da ist ja gar nichts geplant, oder? Für das Spiel. Ja. Eigentlich voll schade, weil irgendwie auch Teil 7 hat nicht gelohnt. Teil 7 hat doch irgendwie echt gute Werte gehabt, von wie viele Leute das in VR ausprobiert haben, aber offenbar war es dann doch nicht genug, dass sich das. Aber hat ja auch nur für die bis zur PlayStation 4 gereicht, ne? Also ja, genau. War ja nicht mal ein PC vorher. Ja, merkwürdig. Aber wenn ich mir das vorstelle, so, ich glaube, das wäre nochmal. Also zum einen, das hier mit dieser großen Lady Dimitrescu und dann hier, wie diese Räume sind, das in VR, das wäre, glaube ich, schon geil. Ja. Ich glaube, du hast hier unten noch nicht alles abgesucht. Na, da warst du schon. Ah, warte mal, da drüben mal rechts was kaputt hier machen. Auch, genau. Das ist geil, dass es in dem Spiel halt auch Schubladen gibt, die du aufmachen kannst, wo einfach nichts drin ist. So dieses, ihr habt doch eh nur jede zehnte Schublade, die man aufmachen kann. Warum dann noch welche reinbauen, wo nichts drin ist? So, dann bin ich eigentlich der Einzige, anderen Modi. Der, wenn er so ein Digipad benutzt, dass ich das nicht mit dem Daumen mache, auf dem auch mein Stick ist, sondern dass ich immer so mache. Macht das sonst noch jemand? Das ist weird, oder? Ja. Am besten schneiden wir den auch ab. Den Daumen. JC Game-O-Matic sagt, wir sollen aufpassen, wenn auf Wänden irgendwo was glitzert, dann kann man das aufmachen und dann ist da ein Schatz. Bestimmt wie die Statue, die mich vorhin angezwinkert hat. Schau mal, da war gerade noch. Beim Tischservi, beim Teeservis, auf dem kleinen Tischchen hier. Das ist dann Kaffeesatzleserei, alles blutig. Oder zu viel Lippenstift drauf. Kann auch sein. Könnte auch sein, dass die dann halt da so das Blut draus trinken. Okay. Das ist zu. Links noch die Tür, bevor du hochgehst. Ach, das kann ich jetzt. Also komme ich aber nur wieder zu diesem Gang, wo ich vorher quasi rein bin. Das ist die Etage höher, ja. Okay, na dann schauen wir mal nach oben. Jiangju schreibt hier, ich mach's auch mit dem linken Daumen. Geil. Haben wir also schon zwei Irre gefunden. Sehr schön. Daumenkinder aller Welt. Ey, was das für ein Aufriss ist, ne? Ja, aber hallo, ey. Ich gehe mal ins Wohnzimmer Buch lesen. Ich mach kurz Licht an. 4 Stunden später. Ja, oder die hat halt hier oben, hat die dann so einen alienmäßigen Flammenwerfer und einmal da so rüber und dann ist das an. Guck mal, da war doch gerade noch ein Schrank. Da müssen wir jetzt langsam lernen, dass das immer Schränke sind, wo was drin ist. Der? Ist aber nicht. Ist aber nicht. Okay. Puh,
Haupthalle. Das kann man auch kaputt machen. Aber die kleinen kann man auch kaputt machen. Das ist gut zu wissen. Kann man den auch kaputt machen? Schau mal, ob die auf den. Autsch, hat er sich bestimmt die Hand wehgetan. An den steht auf der anderen Seite, steht, glaube ich, auf so einem Balkon eine Waage. Waage, Waage. Vase. Vase. An dem was hier. Wie ist das Wort? Es kam mir Vase bekannt vor. Nee, der ist es auch nicht. Was ist hier noch so? Guck mal hier, da kann man was machen. Kann man da nicht das Auge? Da kann man das Auge bestimmt gleich reintun. Mhm. Jetzt sehen wir erst noch hier. Pistolenmission. Erstmal immer daran denken, erst Vandalismus, dann weiterschauen. Richtig. Das muss man doch noch so draufhauen, dass er richtig sitzt. Ist das aus? Die kommt aus meiner Hand raus? Warum? Wie ordentlich. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up. Slice your Okay, taken alive, dead, which would you prefer? You will look wonderful mounted in our hall. Okay. Autsch. Mein Gott, er muss aber auch alles, also er muss was durchstehen, der Mann. Erstmal lesen. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni, also 2 Wochen später. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendwas falsch gemacht und die Comtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht mehr weiter. Am 8. Juli. Die Comtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei, also habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt, und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei sollen das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und mich für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun? Ob sie wohl Tageslicht nicht so gut abkönnen? Oder ob das nur ein Red Herring ist? Und er stimmt gar nicht. Ja, es sind ja keine richtigen Vampire. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten, dass da im Keller Musik läuft. Hat jemand ein Jamba-Spar-Abo? Jamba-Spar. Die sieht mich doch. Die guckt doch genau dahin, okay. Das ist ja auch blöd, wenn man so groß ist und sich immer ducken muss, bücken muss, wenn man die Tür geht. Wem sagst du das? Ich hätte das Schloss einfach umgebaut. Ja. Wenn man da schon irgendwie zig Bedienstete und Sklaven und sowas hat. Also ich finde es gerade noch ganz angenehm, dass die alle von mir weglaufen. Oh, guck mal, hier ist irgendwas. Das bilde ich mir noch nicht ein. Ach, das ist runtergefallen. Ah. Kristallfragment. Physik. Aber wahrscheinlich kann man dann später im Dorf auch doch nochmal auf das Auge schießen. Von dieser Statue im. Ja. Da hast du recht gehabt. Sollst du recht behalten. Bist du schlau. So ein tolles Lied. Ui. Das ist ja geil. Ja, so cool aus wie das mit dem Schatten und ja. Dem 3D-Relief. Also es plastisch, ist, das alles wirkt. Ja. Okay, die kloppen sich hier alle. Und hier steht was. Trust in Light. Ah, ist das hier wie so eine Art Safe? Okay.
Wenn er jetzt seine Hände benutzen könnte, ne? Aber wie soll das gehen? Das ist schon geil. Das war schon... Ach, gut. Muss ich sagen, mag ich in Spielen überhaupt nicht, wenn Was? Die Taschenlampe immer nur dann angeht, wenn das Spiel das will. Ah, okay. Hm. Da klebt überall getrocknetes Blut. Bei Dings auch, glaube ich, so, ne? Bei Days Gone. Das sind voll viele Spiele. Beziehungsweise, so, da gibt es ja nicht mal eine Taschenlampe, da gibt es ja nur das Licht. Aber weißt du, auch glaube, wenn man bei manchmal, ist es auch. Wenn man auch manchmal einfach nur dann halt was erkunden will, was da draußen ist, und dann ist es halt zu finster, dann kannst du es halt da steht anmachen. Was an der Wand, warte mal. Da stand was an der Wand. Links? Links. Ach, hier. Da, schau mal hier. Help me, brother. Help me, brother. Okay. Das ist übrigens hier die Umgebung, wo die allererste Demo drin war. Es gab doch mal so eine ganz, ganz frühe. Demo, wo sie noch gesagt haben, das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das Verarscht. War hier. War es doch. Der Ding ist übrigens jetzt gegangen, ne? Hier der Peter Fabiano, habe ich gestern gelesen. Ja, ich habe gelesen. Ich glaube, du warst auf der gegenüberliegenden Seite noch nicht drin. Ja, also hier geht es dann wahrscheinlich schon ganz weiter. Hier der Capcom Producer und PR-Man. Ist zu Bungie gegangen, ne? Ja. Das heißt, wir kriegen im nächsten Destiny auch so eine geilen Symbolrätsel. Aber dann passt es auch ganz gut zu den verworrenen Geschichten von Destiny. Das ist auf jeden Fall, also wir können es jetzt schon mal fest ankündigen, das wird das Feature sein. Allein dafür haben sie ihn geholt. Vor allem, weil er sich das auch ausgedacht hat. Bestanden Irina, Michaela, Lois, Ingrid. Abgelehnt Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Tut mir leid für heute keine Rose diesmal. Das sind Babynamen. Die überlegen halt, wie sie das Kind nennen sollen. Ach so, aber war Rose abgelehnt worden? Nee, Rose ist noch gar nicht dabei. Aber Rose ist ja auch der Name, den Ethan und Mia dem Kind gegeben haben. Das heißt ja noch lange nicht, wenn du so ein Kind entführst, dass du bei dem Namen bleibst. Ja, das stimmt. Das ist das Gute dran. Wie wenn du dir einen Hund holst, dann nennst du den ja meist auch anders als den Züchter. Irgendjemand im Chat hat geschrieben, da war noch etwas im Käfig. Das Problem ist halt, hier sind halt Käfig. Ach so, das sind hier die Angestelltenzimmer. Die Dienstwohnungen. Das Airbnb ist es halt. So. Da hinten geht's jetzt weiter. Zeigt es ja, wie gesagt, eigentlich recht weit an. Ne? Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Autsch. Ups. Was ist das? Hä, da ist doch irgendwie gar nichts drin. Da ist immer was drin. Oh oh. Haben wir schon so viel Munition jetzt kriegt. Craften? Na klar. Na Craft heißt das. Klingt dann, du hast die Pistole aufgewehrt. Da ist doch was drin. Also ist doch eine Leiche drin, eine halbe. Das ist ja nicht so schwierig, dass die Pistole aufgewehrt hat, ne? Also wenn du's benutzt. Hast du jetzt wieder recht. Metallreste. Heute darf jeder mal recht haben. Hallo? Wer ist denn da? Der Irre mit dem Schwert! Zwei Irre mit dem Schwert! Drei Irre mit dem Schwert!
und einer mit dem Kontrabass. Das ist auch wieder so klassisch. Na ne, guck mal. Er hat eine Kugel verschwendet. Verdammt. Verdammt. Da pfeift doch noch irgendjemand. Ja, auf dem letzten Loch. Ja, das, der Stream, den werden wir natürlich hochladen. Wir kommen im wahrsten Sinne aus den Löchern gekrochen. Also ich behaupte, dass das sehr wirtschaftlich war, dass wir die Pistole besser gemacht haben. Rohrbombe. Wieso? Na gut, ja. Wir haben natürlich deutlich weniger Shotgun. Ja, ja, ich meine, langfristig gesehen ist das, glaube ich, kommt uns das zugute. Meinst du, das ist eine Investition in die Zukunft? Ich glaube schon. Wer schreit? Ich höre da schon wieder welche. Da schießt sie, wenn sie am Boden sind. Hast du jetzt gerade eine Rohrbombe für zwei so eine kleinen Heinis verschwendet? Ja, aber zum ersten habe ich zwei auf einmal erwischt, zum zweiten hätte ich die sonst aufgespart bis zum letzten Bossgegner und nie benutzt. Da lag aber noch was. Ui. Ich mag das ja ganz gerne, wenn Gegner was hinterlassen. Ich bin ein Fan von. Ach, schau mal, hier Ingrid war doch auch eins von den Kindern. Ja. Der ist doch noch mehr, oder? Jetzt hast du ja die Tür zugemacht, jetzt kann ja nichts passieren. Haben wir da jetzt einen guten Fall. War das Geräusch für die Gefahr ist vorbei oder das Geräusch für... Über Gears? Ja. Ich hätte gedacht, hier hinter dir lag noch was. Nee, da also kommt nichts mehr. Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste, die ich aufmachen kann. Dann ist es aber dann habe ich das jetzt verwechselt, dann ist das woanders. Also irgendjemand keucht und schnauft hier noch. Das sind nur so die Löcher, wo dann die Gegner dynamisch rauskommen können. Ich hätte gedacht, dass hier irgendwie nach rechts. Warte mal, stimmt. Geh mal schnell zurück. Schau mal nach rechts. Ich hätte gedacht, dass hier was lag, aber dann. Nee, da habe ich mich geirrt, habe ich mich vertan, getäuscht. Ein Fehler. Guck mal, hier ist das Licht durchbricht. Da ist einer hinter dir. Ach, guck mal, da kommt einer. Da angeschlurft. Geschlurfen. Ist doch nicht die Tür tot. Die hat er ja nichts getan. Das ist die Frage, sollen das stärkere Gegner als diese Werwölfe sein oder ist das eher so Kanonenfutter? Weil das ist Kanonenfutter. Die wirken jetzt beherrschbarer. Die sind ja viel kleiner. Das sind die Napoleons unter den Zombies. Dann brauchen wir wieder so einen Schlüssel. Niemand will unser blödes Familienfoto haben, ne? Das ist voll gemein. Man kann das immer vorzeigen und kriegt nichts dafür. I can't believe Cassandra caused all this mess. Das ist schon, ich glaube, ist man davon, oder? Ja, klar. Logo. Hat ja beim letzten Mal auch gut funktioniert. Where are you going, little one? Ouch! Bullets cannot harm. You stupid man thing! Ja, dann geh halt aus dem. So, jetzt sind sie vielleicht verwundbar, oder was? I won't forgive you, you bastard! I don't believe
stupid! How dare you bare your teeth at us! Oh ja, krass. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man so schnell davon schon eine erledigen kann. Die ist richtig kaputt. Ja, krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass die ist quasi nur hier an der Stelle jetzt erstmal festgesetzt ist und dann taut die halt wieder auf, so ungefähr. Ja, wie viele Töchter hatte die jetzt noch? Zwei. Das, nee, jetzt hat sie noch zwei. Das ist ja überschaubar. Also bisher finde ich es cool. Gutes Spiel. Mhm. Na, ob das hier dem Party Ethan und seiner Shampoos-Frau eine Flasche ist, die groß genug ist. Oder ob er dann sagt, ne. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt, dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet, man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen, sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin denn die Nächste. Ist ja so ein bisschen wie wenn man bei Amazon im Lager arbeitet. Oh, was gibt's hier? Scheiße, es sind Hunde sogar. Krass, die essen alles. Hm. Aber das ist ja schon, das ist noch tierisch. Was bringt das denn, wenn die essen doch einen Mensch, dachte ich. Wissen wir ja nicht. Ist ja vielleicht nur die Delikatesse. Das ist doch ein geiler großer Koffer für. So ein kleines Ding. Das liebe ich an diesen Spielen. Das ist so doof, aber so geil. Warum sollte in so einem Schloss so ein Ding rumliegen? Naja. Ach, guck also, an. Warum sollte in so einem Schloss so ein komischen Monster sein? Ach, das ist aber jetzt ein Wegwerfgegenstand, oder? Ja, muss man sich wahrscheinlich mal entscheiden, wann man es benutzt. Was ist das? Eine Statue. Oh. Könnte auch ein Schatz sein. Nee. Ach doch, hier. Engelsstatue aus Holz. Oder war doch bei Schätzen, oder? Oder wo naja, war es bei Schätzen. Ich schätze mal, ja. Was ist das hier? Soll ich das der Dings hinlegen, der Lady Dimitrescu? Ich hab deine Tochter mal hier ein Töchterchen. Ist ja alles schon verrottet. Ja, wenn da zwei, drei Tage nicht ey, aber weißt du, das verstehe ich halt auch ein bisschen. Das ist so schwer, heutzutage gutes Personal zu finden. Die würde ich auch in den Keller schicken, wenn die ihren Tisch so stehen lassen. Das ist ja furchtbar. Kann man einer an die armen, adligen Vampirgräfinnen denken? Hinten könnte noch was sein. Schau mal. Wenn die Decke nicht richtig, wenn der Tischteppich nicht richtig liegt, dann ist da was. Oh, hast du sogar das Fenster nach außen eingeschlagen. Krass. Das geht? Ja, vielleicht muss man das irgendwann später noch so machen, dass du, um da Licht reinzulassen hast, dass du die dann reinlockst. Warte mal, bevor du da rausgehst, da ist auch noch eine, da hast du den Schlüssel, ne? Da ist bestimmt in der Flasche irgendwas drin, oder? Oder nicht? Oder muss man die irgendwo anders reinstecken? Ja, wichtiger Gegenstand stand da, ne? Dann braucht man die wahrscheinlich irgendwo. Das geht jetzt von innen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ah, ja, okay. Dann können wir oben jetzt mal uns in Ruhe umschauen. Da mussten wir ganz schön durchrushen. And remember, no rushen. So. Was ist hier? Im Weinzimmer. Guck mal, hier ist der Weinraum. Da braucht man doch bestimmt die Flasche für irgendwas. Hier doch bestimmt. Tada.
Diese ganzen dummen Apparate. Hätte man auch nicht raufdrücken können. Ja. Da muss auch jedes Mal einer losrennen und diese Flasche holen, damit da die Tür aufgeht. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. War das nicht Gold? Naja, was weiß ich schon. Stimmt. Sharks schreibt, es gäbe ein Archiv, wenn man alle Fenster kaputt macht. Okay. Denken wir aber nicht. Schießpulver. Wann lernt man denn hier so neue Sachen? Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt. Ich will dann jetzt nicht quasi die ganzen Crafting-Sachen verschwenden für... Hofschlüssel, okay. So, wir sollten aber trotzdem nochmal, bevor wir in den Hof gehen, nochmal die obere Etage durchschauen, ob wir da alles eingesammelt haben. Auf der linken waren wir, oder? Ja, genau, hier noch irgendwas. Die kamen doch irgendwo, hat sie doch so... Ah, okay, das ist eh noch verschlossen. Wir sind doch irgendwo. Ja, die hat uns als den anderen Raum näher, da wo wir das Auge reingesetzt haben. Und dann kam sie. Dann wurde diese Sequenz ausgelöst. Das heißt, hier könnten noch. War hier da gerade. Quasi. Da gerade was war, meinst du? Nee, das war nur die. Aber hier laut Karte ist nichts. So, wenn du jetzt mal auf die Karte schaust. Da ist alles ausgeräumt. Das muss irgendwo in dem Gang sein. Hm. Ja, halt wahrscheinlich die Tür, oder? Beziehungsweise da ist noch irgendwas, ne? Aber das kann auch sein, dass es die Tür ist, ja. Ich gucke, okay, schauen wir erstmal weiter. Aber dann gehen wir wieder zurück, weil da ist ja offensichtlich nichts. Andererseits, wir haben da so durchgestresst, vielleicht gab es irgendwelche Texte noch zu lesen. Genau, da haben wir so reingestresst. Genau, hier sind wir durch die Wand gebrochen. Ist das das Zimmer von der... Aber das Kleid wäre doch zu klein, oder? Die müsste doch größer sein. Das war ein bisschen komisch in der Animation. Das Kleid war nicht gut animiert. Also das hing so ein bisschen steif. Ich fürchte, es war nicht die Priorität. Ja, was kann man denn jetzt hier noch kaputt machen, um... Ja, aber hast wahrscheinlich recht, wahrscheinlich ist es die Tür, die man noch nicht aufmachen kann. Na, dann gehen wir jetzt runter und schauen wir, dass wir diesen Hofschlüssel benutzen. Also, dadurch, dass wir eh noch diese Tür aufmachen, ist ja klar, dass wir hier auch nochmal hin zurückkommen. Hau lieber ab. Nee, andere Richtung. Ist die falsche Richtung. Wieso? Du wolltest doch den Hofschlüssel benutzen. Oh, so der Hof, der Hofdurchgang da ist auf der anderen Seite. Ach stimmt, du kannst ja außen My vorbei. Throat. Jetzt nach links. Nach rechts. Oh. Ja, das hätte ich das jetzt irgendwie. How's it feel? Also ich glaube, du kannst noch vorher fliehen. Ja, komm, erstmal die Animation abwarten. Ja. Aber raus können sie ja nicht, genau. Die sind wie wir. Die hassen es draus. Geil drin zocken. Bisschen zu so einem Schwarm Käfer werden. Bisschen Blut trinken. Das wär's. Wahrscheinlich hier das nächste so Hub-Ding, ne? Mit verschiedenen Türen, die man erst nach und nach kann. Ach, die hätte ich gar nicht gesehen, die Vase. Du hast aber ein Auge für Vasen. Oder auch nicht. Hätte ja klappen können. Was ist hier? Oh, wie im Film. Nicht nein. Zurück. Wieder raus. Ich will erstmal gucken.
da ist noch mal eine. Metallreste. Erwisch sie alle, sammel sie alle. Aber mehr ist es jetzt hier auch, glaube ich, erstmal nicht, oder? Nee. Da können wir nicht auch durch. Da kommst du nicht durch, genau. Ja. Was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen? Ja gut, wenn ich die kleinen Vampir-Töchter schon nicht verwunden kann, werde ich die auch nicht verwunden können. Ey, nee, es wird auch noch nicht jetzt ein Kampf sein. Aber ihre Vase kann niemand schützen. Du musst schon mal bei der Vase auch nur, wenn du vordrückst, A drücken. Der macht das von alleine auch kaputt. Du musst Messer, glaube ich, gar nicht ausrüsten. Echt? Oder? War das nicht gerade? Das wäre ja... What have you done to my daughter? Meint die mich? Weil... möglicherweise. Auch dieses Schloss ist nicht an dem Familienfoto interessiert. Oh, was gibt's hier? Eine Karte. Wow. Wow. Ich kenne mich jetzt mit Twitch nicht so aus, aber ist das jetzt ein Hot Tub Stream? Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Ist das jetzt hier so ein Rätsel wie bei Die Hard mit irgendwie eine Gallone und... Noch ist es gar nichts. Ach doch, warte mal hier. Ach, das ist bestimmt. Ach so, hier mit diesem, das ist die Geschichte, oh, genau, wie die sehen. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. So. Das heißt, sie gucken weg. Frau, das sind die Männer. So. Die guckt weg. Die stehen, glaube ich, schon mal richtig. Die muss weggucken, genau. Wie weit kann man die denn wegdrehen? Ich glaube, erstmal so, aber. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen. Nehmen wir mal, da war aber noch der zweite Satz. Und ihrem... und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Also die stehen eigentlich schon richtig. Sodass schon bald der Wein fließe. Also die Armen überreichen die Früchte der Arbeit ihrem Herrn. Der Herr ist ja wahrscheinlich da auf dem... Aber nee, warte Erd. Mal. Sind das die Armen oder sind das die Männer? Weil die überreichen doch hier auch... Aber die Avancen? Das sind ja die Männer, es sind ja mehrere. Ja. Ich glaube, da drüben, das sollen die Armen sein. So, aber wo guckt der Herr dann hin? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie komplett weggucken muss, quasi. Also, gibt es denn überhaupt noch... Dass sie den Rücken zukehrt. Ich frage mich nur, ob man noch so einen Einrastknopf irgendwo betätigen muss oder ob es quasi geschafft ist, wenn man alle in die richtige Richtung gucken lässt. Und das war das Letzte jetzt hier mit dem... Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. So, die ist doch dann wahrscheinlich die Arme den Wein überreicht an den, aber dann... Der noch woanders also hingucken? Die Frage, ob er irgendwie einrasten muss. Dreh sie mal, genau. Lass mal so. Dreh mal die Lady da mit dem Hut richtig weg von den Männern. Ja, also, es geht dass ihnen richtig nur, den Rücken zudreht. Es geht nur entweder so. Ach so, es sind nur zwei Positionen jeweils. Und das ist ja. Sie sieht die Avancen nicht. Genau. Man könnte es halt versuchen, dass man... Aber der Herr, also ihr Herr ist doch dann der Mann auf dem Pferd. Oder? Der Mann, hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Nicht die Herrin.
Oder ist sie vielleicht, oder soll sie sich vielleicht, weil sie ja die Herrin vielleicht ist, dreh mal die Arme quasi in Richtung der Lady. Nur mal zum Ausprobieren. Die haben ihr Glück in die Hand nehmen. So das schon. Obwohl, da heißt es die Frauen, ne? Ach so. Für die Avancen der die Männer. Die Frauen sind blind. Vielleicht muss. Aber die gucken sich jetzt. Aber die gucken sich ja an, ja. Das würde ja eigentlich passen. Ich kann sie auch nicht weiter rüber drehen als so. Und sollen die Armen vielleicht zum Herr schauen? Und dann könnte er natürlich zu den Armen schauen, weil er das irgendwie annimmt. Aber der guckt doch schon dahin. Aber es wäre natürlich ein bisschen... nee, ach so, zu den... Ja, stimmt. Ja, aber das Komische wäre halt auch, warum sollten die... Also, dass die Männer die Avancen machen, die würden sie ja in Richtung der Frauen machen. Hä? Das wollte ich machen. Okay. Das sollte so. Was habe ich denn jetzt? Na gut, die Frauen sind blind, die gucken halt weg und die Früchte ihrer Arbeit. Ach, okay. Naja. Ja, dann sind es doch die Armen gewesen. Ja. Komisch. Lustig, aber beim Runterklettern stöhnt. Ah, schau mal, das ist ein Ziege. Aber diesmal. Hä? Messer sie. Kann sagen. Wie die immer so rückstandslos verbrennen. Die Ziegen sind die neuen Bubbleheads, ne? Ja. What the hell? wie, what the hell? Achso. Ja, das ist hier alles Blut. Oh, warte mal, ich will wissen, ob das Great Trace ist. Geh mal und schau mal jetzt nach langsam nach unten. Ist es? Ich hatte eher da bei dem anderen da gedacht, da vorne. Also entweder ist es so ein Cube Map Ding oder ist es Great Trace. Also auf jeden Fall keine Screen Space Reflection. Weißt du Bescheid. Aber es ist am Ende nur so eine Cube Map ist. Das ist vielleicht viel Performance sparender. Ach nö. Oh fuck. Wo ist er jetzt hin, der kleine Lauser? Da bewegt sich doch was. Sehr gut, da hast das Wasser erschossen. Oh. Da war ja was drin. Da ist immer einer drin. Soll ich hochgesprungen, ne? Ah ne, da steht sie. Das sind die ehemaligen Angestellten, ne? Boah, man kann die jetzt auf die Hand schießen. Gesehen? Ja. Also, Hauptsache immer gegen Hände irgendwie. Also, das ist irgendwie die Botschaft von Capcom. Das ist, glaube ich, echt, der Lead-Designer ist ein Handfeind. Oder der, sein Eltern wollte, dass er Handmodel wird. gesagt. Oh, den hat es jetzt aber schnell erwischt hier. Hier kann man es zumachen. Warum sollte ich es tun wollen? Vor allem, da waren wir doch noch gar nicht. Da kommt irgendwas ganz Schlimmes. So, das ist bloß ein anderer Weg. Oh, da ist er. Die sehen so ein bisschen aus wie diese von Herr der Ringe, diese Ringgeister.
Ja. Ihren Schwertern und Lumpen. Lumpen Sally, wo waren das nochmal? Ach, das Onert, ne? Ja, stimmt. Bring das mal auch nochmal. Alter! Wow! Die kommen hoch wie ein paar von den Monstern von Realms of the Haunting. Da kommen die auch manchmal so aus dem Boden so rausgedreht. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich irgendwie schon meine ganze Kindheit über und bis heute so ein Trauma habe von einem. So einem Horrorfilm, so einem Werwolf-Film, ich weiß nicht, welcher das ist. Möglicherweise John Carpenter's Vampire, aber ich. Werwolf, aber. Oh oh. Es gibt einen Werwolf-Film von John Carpenter? Ich dachte schon, da bilde ich mir das ein. Also John Carpenter's Vampire kenne ich, oder? Das ist kein John Carpenter's Werwolf, sondern ich bin vertan. Ich glaube, immer wenn sie das Ding fallen lassen, lassen sie auch wirklich einen Lebenswillen fallen. Was sollen sie dann noch machen? In der Hand zuschlagen? Hallo, John Wick 14.10.83. 83, das ist die Durchwahl. Okay. John Carpenter's Halloween war mit Werwölfen. Den kenne ich nicht. Ah, okay. Nee, aber dann, also den Film, da? Den ich meine, ist, da geht es, dass eine Kleinstadt quasi, dass da so ein Werwolf umgeht und dann nach und nach mehr Leute dem Werwolf zum Opfer fallen. Und die Szene, die ich mir erinnern kann, ist, da ist dann irgendwann, verschwinden dann wieder Leute aus der Stadt und werden dann quasi die Leichen von denen gefunden und irgendwie, ich glaube, die Kinder wissen schon, dass da irgendwie so ein Monster umgeht, aber die Erwachsenen wollen das halt nicht wahrhaben. Und dann ist eine Szene, wie die ganze Gemeinde zusammenkommt, weil sie dann quasi die verstümmelten Leichen von denen halt beerdigen. Und dann sind da halt quasi die Leichen aufgebahrt von denen in der Kirche. Und dann spricht quasi gerade der Priester irgendwie so ein Gebet. Und dann aus allen von diesen Särgen, schon drei so Särge gleichzeitig nebeneinander vorne aufgebahrt, kommen dann links und rechts so Werwolfarme rausgebrochen. Einfach nur so. Und das ist so voll der Jumpscare-Effekt. Und dann wacht halt so ein Kind auf. Und das ist quasi halt so ein Albtraum, was das Kind hatte, was ich halt vorgestellt habe, was dann passiert. Ich habe das wohl irgendwie als kleiner Hosenscheißer mal im Fernsehen gesehen und habe nicht mehr schlafen können danach. Ich glaube, es war der erste Jumpscare meines Lebens. Nee, halt stimmt gar nicht. Der Taskenräuber in Star Wars war der erste. Aber wenn jemand weiß, was das, welches Spiel das war, dann schreibt es in die Kommentare. Welcher Film das war, dann schreibt es in die Kommentare. Mir sagt es nichts. Also es war nicht das Musikvideo von Thriller, aber es wirkte eher. Jetzt nicht High-Budget. Es wirkte eher schon wie so ein vielleicht B-Movie. Weiß ich nicht. Das lief auf jeden Fall im Fernsehen, im Free-TV. Und schon in den 90er Jahren, also muss er noch älter sein. Ja, ja. Telefon. Ah, Schreibmaschine. Das ist doch eine gute Gelegenheit, wenn wir jetzt hier speichern können, dann können wir hier ein Päuschen machen. Ist es schon so spät? Nächsten Stream, Gottes Willen, krass. 23:10 Uhr. Ich muss auch ein bisschen was machen. Dann. Ich glaube es nicht, dass es American Teen, die American Werewolf war. Spielte das Spiel Werewolf American Werewolf? Tag Mills. Oh, das könnte sein. Das klingt American so. Werewolf, glaube ich, hat so eine Szene nicht. Ja. Also, es muss auf jeden Fall irgendwas in der Kleinstadt gewesen sein und eher so. Nicht so High-Budget, das ganze Ding. Der ist von King, schreibt Made My Day. Ha, kann auch sein. Ja, kann würde sein. Natürlich auch wieder passen mit den Kindern, ne? Ja. Ja, das war's. Erste Session Resident Evil Village. Ich find's bisher ganz schön gut. Das spielen wir auf jeden Fall, glaube ich, dann weiter. Wir werden die Aufzeichnung dann auch auf YouTube hochladen. Euch vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß damit, mit unserem Gequatsche und unserem Geerschrecke. Danke an alle, die heute auch hier Abos verschenkt haben und natürlich fleißig zugeschaut haben. Danke. Ja, gibt's noch irgendwas, was wir gerade anzukündigen haben?
Nö, schauen wir mal, wann wir It Takes Two weitermachen können. Ja. Wenn Ann-Kathrin mal Zeit hat. Und ansonsten spielen wir dann bei nächster Gelegenheit hier Resi weiter. Und. Genau. Boah. Gut, kommt gut ins Bett. Tschüss. Ciao.